So. Prost. Müssen wir kurz warten. Oh, nicht lecker. Prösterchen. Ja, bevor wir starten, wollte ich gerade sagen, hol dir noch schnell was zu trinken. Ich hab noch. Wenn nicht, gehen wir zwischendurch nochmal. So, Stream läuft. Ja, irgendwas habe ich. Ich muss irgendwas machen. Irgendwie. Bin von 5 von 5. Also die Etappe jetzt noch, denk mal, ein, zwei Tage noch, dann habe ich die Bismarck. Die Yamato, okay. Die Yamato. Nee, nicht ein, zwei Tage, ich denke mal so eine Woche noch. So, da trudeln auch die ersten Zuschauer ein. Guten Abend, Sven. Guten Abend an den Rest. Guten Abend, Lollo. Guten Abend bei Quatrix. Guten Abend, Nico. Und guten Abend, der Panda-Bär. Namen Dolly. Guten Abend, Captain. Guten Abend, Daddelstube. Denn Lollo hat man schon begrüßt. Und guten Abend, Music Freak. Herzlich willkommen. So, Willi, mit was fangen wir denn an? Ja, mit was fangen wir an? Mit dem Flugzeugträger. Verarscht. Erst ab Montag. Weiß ich doch. Der musste aber jetzt sein. Aber ich muss heute noch mal Conqueror fahren, weil die geht ja Montag auch raus. Achso, Und die hast du nur dazu hingekriegt, singen wir dann das Lied Sag zum Abschied leise Servus. Kennst du das? ja? Irgendwoher kenne ich das. Ich singe dann auf der Reeperbahn Ja, zu genau. 1. So. Ja. Ah, mit was fangen wir an? So, erstmal schönen guten Abend an 12 Zuschauer und das Wichtigste, Guten Abend, Gruß. Max. Guten Abend, Splatnik. Jetzt darf ich mal was aussuchen, mit was wir anfangen. Ja, wir hätten ein Plätzchen, ja, such aus. Wir hätten ein Plätzchen frei, also wer mitfahren möchte heute. Ich darf jetzt wirklich aussuchen, ja? Dann pass mal Ja, auf jetzt. du Jetzt darfst. kriegst du. Jetzt kommt was, damit hast du nicht gerechnet. Da bin ich mal gespannt. Oh, Scheiße. Warte. Muss gucken. Ja, okay. Zack. Und. Zum Einstieg jetzt, ne? Ist also nicht jetzt so. Und dann eine Flagge noch drauf. Was machen wir denn für eine Flagge drauf? Der Willi bastelt wieder was? 13. Was wird's denn für eine Tierstufe? 22. Ja, pass auf, willst du jetzt sehen? Achtung, fertig, los. Das wird jetzt gefahren. Du Schön. hast ausgewählt, das wird jetzt gefahren. Natürlich, habe ich doch gesagt, Warte, das fahren wir was nehme ich jetzt. denn da? Er nimmt Nee, jetzt einen Zerstörer, einen Einser. nee, nee, nee. Ja, wollte ich eigentlich. Warte mal, was haben wir da? Wir haben doch hier die G. Ah, das waren Zweier, oder? Was waren? Die Warte. Frau 25 waren Zweier, ja. Ah, ich habe definitiv zu viele Schiffe Dann hier. mach doch viel da rein, oder V25. nicht? Ja, dann machen wir Die eine Doppel. V25 ist ein. Mach eine Ist Dresden drum ein oder Doppel, Zweier. hast du nicht Ja, mach gesagt? mal. Nee, warte. Wir haben ja noch Komm, was da bin ich anderes. Japaner. Oder mit was kommst du? Warte. Wir haben ja noch was anderes. In Japaner habe ich nur Zweier. Charleston, das sind auch nur Zweier. Eieiei, jetzt muss ich tatsächlich meine Dresden nehmen. Hier wird's nicht. Ich hab von den Franzosen habe ich auch keinen Dreier, Einser. Ja, ich habe noch hier die. Danach fangen wir Zweier, okay? Da habe ich nämlich zwei noch. Da muss ich. Nee, drei habe ich noch. Wir machen heute mal so richtig schön. Ich habe noch Museumsschiffe. Ich habe noch die Storo Roshevoi, habe ich drinne hier. Dann habe ich die Aurora, habe ich noch. Und die Oleg. Wie fahren wir heute? Alles Zweier. Kannst dir eins davon Der aussuchen. Nico möchte maritime Lieder. Ah, den Tim. Ja, lade ich ein. Warte, können wir machen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Was denn? Ist so Das eingeladen. machen wir. Ne, warte. Der Panda-Bär wollte noch nachher mitfahren. Halt, das muss ich aber die Party machen. Ist so jetzt voll. Na, wir wechseln immer mal durch.
Wo ist er denn? Willen, jetzt sieht jeder, wie viele Leute bei dir online sind. Ja. Junge, das kannst du doch nicht bringen. So, dann drück ab. Nee, guten Abend. Warum ich mir die Prinz Eugen nicht gekauft habe? Weil ich gehofft habe, dass mit dem neuen Update ein globales Free-XP-Schiff reinkommt. Aber leider... Ne? Ich bin dann so, ich habe die globalen EP und dann hoffe ich immer noch auf ein besseres Schiff und will es nicht ausgeben. So ist das bei mir. Hatte ja gedacht, wir kriegen mit dem Update ein globales EP-Schiff, aber leider... Leider nicht. Ich bin so Jäger und Sammler. Ich horte dann meine globalen EP, ne? In der Hoffnung, dass... Oh, Inseln, die hat man auch lange nicht, Willi. In der Hoffnung, dass dabei ein schönes globales EP-Schiff reinkommt. Zum Beispiel in das Smallland hätte ich gerne. Ich glaube, auf dem PC 2 Millionen globale EP. Ich hätte eine Köln, eine München, eine Mainz. Die fehlen ja auch noch, die Schiffe, ne? Bei den Deutschen. Sag ich mal so. So. Ja, ab rein in die Olga, oder? Jawohl. Einser fangen wir an, ich weiß es nicht. Einser und danach Zweier, ja. Komm mal, Laune. Hier schön die Deutschen fahren. Bup, bup. So. Ich wollte heute, ich habe mir heute einen Film angeguckt, den wollte ich eigentlich schon, ja, ich weiß gar nicht, wie lange den schon gibt, aber ich fand den mal recht interessant. Master of Command, ich weiß nicht, ob du den kennst. Master and Commander, Master, ja, Commander. Mit, ja. Ja, genau, den habe ich mir Master mal angeguckt. Richtig, das ist gut. Fand das ich mal gut. Richtig interessant, also war jetzt nicht mehr jetzt hier nur bam, Feuerwerk, sondern auch mal ein bisschen... Kennst du den nicht, der ist so schon alt, der Film. Nee, den wollte ich mir immer wieder angucken. Ich habe den heute auf Zufall bei Netflix habe ich den gesehen. Ja, ist gut. Ich habe gesagt, boah, ja. Erstmal rein. Ja, der ist gut. Guten Abend, Maiko. Ja, aber unsere Zuschauer kennen doch Master and Commander, oder? Also ich fand den richtig, also das wird, boah. Beste Film ever ist Battleship. Ja, ist gut. Ist zwar so typisch Hollywood, weißt du, so, aber... Bester Film ist das Boot. Das stimmt, ja, stimmt, da hast du recht. Aber die lange Version, die ja, der Dreiteiler, Willi, der Dreiteiler ist besser. Nicht die neue Serie, die neue Serie ist Quatsch. Kriegen wir auch mal was ab hier, oder wie sieht das aus? Kommt ja gar nichts hier. Titanic Soundtrack, genau. Ich bin Uffen. Jo, jetzt geht's ab. Ich hab eh schon geladen. Wo ist ja, was anderes haben wir nicht. Oh, ach, haben wir nicht? Haben wir kein AP? Nein, auf der Dresden nicht. So, Shikuma brennt schon mal. Feuer! Nein, Insel! Oh! Ja, keine Torpedos hier, das ist jetzt richtig schön. Ja, ich krach natürlich rein, nicht Dulli. Hilfe, Willi, Hilfe! Alter, wo schieße ich denn wieder an? Wie sagt BHPC? Ne, wie sagt drei Buden Schwabbel eben? Hilfe, Willi! Ich war nicht der Erste, der gestorben ist. Gott sei Dank. Nico, ja, das habe ich schon geguckt. Hat mir der Willi mal als Link geschickt. Sehr interessante Doku über das Boot.
Der Lachs lebt, nö. Wo sagt man das? Im Norden, oder? Wenn was gut läuft, sagt man, der Lachs lebt, oder? Ja. Oh, die dreht ja völlig, Mann. Jawohl, aber noch getroffen, jawohl. Jawohl. Komm, mir. Ich guck schon mal aus der Flugzeugperspektive hier. Willi, flieg dich gerade an, jetzt. Ich krieg nichts ab hier. Ja, wird aber ein Sieg. So muss das sein. Oh, da ist noch, hinter der Insel ist noch eine, Willi. Da kommt jetzt raus. Ja, Albany. Ja. Aber die braucht zu lange. Die ist noch voll. Geschütze sind ready. Oh Mann, fahr auch schneller, Albany. Nein, Mensch. Ich kann nicht über die Insel gucken, das ist ein bisschen dumm. Jetzt, da kommt er jetzt raus. Ach nee, der ist da. Wo ist denn der? Da hinten ist er. Ja, dann holt ihr einen anderen Gegner. Wieder geplatzt, ach, das ist doch ein Witz. Ja, nee, hö, hätte ich mir auch lieber als Feldzugschiff gewünscht. Die Missouri, aber guten Abend, Turu Buda. Jetzt machen sie es halt mit Stahlmarken. Finde ich auch nicht so klasse. Oder hätten sie auch als globales EP-Schiff bringen können. Dann von mir aus auch ein bisschen teurer als vielleicht mit 2 Millionen globaler Free XP. Das hätte ich dann auch noch verstanden, aber jetzt machen sie es halt mit Stahlmarken. Leider, leider. Guten Abend, Enrico. Da wird es wohl sehr lange dauern, bis ich eine Missouri im Hafen stehen habe. Ich weiß nicht, ob wir CCs die für eine Woche bekommen, kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ich denke mal, die Siegfried bekommen wir für eine Woche wieder zum Testen oder zum Video machen. Ob wir die Missouri bekommen, ich weiß es nicht. Jawohl, zweites Schiff hier, jawohl. Ja, aber Missouri ist schon. Ja, hätte ich schon gern. Was ist das denn da hinten wieder? Wo? Da. Was ist wo da ich hinten? Drauf schieße. Ach, da. Ja, was ist da? Raus da! Für ein Schiff braucht man nicht kippen hier. Los, raus! Ja, echt. Aus deinem Loch sind da wir raus. Denn hier bei World of Tanks? Ja. Dr. Slizoid wünscht sich was Französisches. Ich hätte gern die italienischen BBs, weil die sind sehr hübsch. Was ich so gesehen habe auf PC, die ersten Bilder. Sehr hübsche Schlachtschiffe. Mach hinne da jetzt. Käse da, Lothier. Jawohl, so. Gute Nacht, Marie. Haben wir den Florian schon begrüßt? Guten Abend, Florian. Wie? Gestorben? Was ist das denn? Wer? Das im Einser. Schämen sollte er sich. Ja, denke ich so, auch. Jetzt, ich wollte es eigentlich nicht fahren. Soll ich mal fahren? Soll ich nicht? Hm. Jetzt können wir, wollen wir noch eine Stufe höher gehen? Auf zwei? Zweier will er fahren. Willst du dich heute hocharbeiten oder was? Ja. Ich bin am Überlegen, was ich da fahre. Ach nee, der Störer. Oh nee. Aurora habe ich ein Angebot bei die Oleg. Pah.
Panzerkreuzer Aurora. Ja, die möchte ich eigentlich gar nicht fahren. Aber... Ach komm. Ich habe ihn ja schon drauf. Ja. So, was haben wir da für eine Flagge drauf? Ein starkes Ja. Weg mit der Flagge hier. Beta-Flagge drauf. Ihr seht schon, wir arbeiten uns heute nach oben. Guten Abend, Peter. Namen just for fun. Ja, und jetzt machen wir gleich einen Sprung von 2 auf 4. Was mit der 3? Die bleibt aus. Mamma mia, die Semi-AP soll mal langsam Einzug erhalten. Da Willi mit seiner Semi-AP. Ja, genau. Einführen. Wargaming. Auf den Sack. So, wo fahren wir denn hin? Ah, ein schönes Schiff, ey, ne? Wo fahren wir denn hin? Ja, Ginas. Richtung A, oder? Würde ich sagen. Richtung A, sagt er. Boy, die Schneize. Nett. Richtung A. Das ist jetzt meine, das ist meine Jungfernfahrt mit der Oleg. Hast du noch nie gefahren, die Oleg? Nee, die habe ich mir geholt. Also ich glaube, die gab es kostenlos, ne? Und dann habe ich die einfach die ganze Zeit im Hafen gehabt. Und ich einmal jetzt, ist wie gesagt, Jungfernfahrt hier. Ach, da ist er. Ich glaube, ich habe die auch noch nie gefahren. Ah, hübsch ist er mit dem russischen Doppelkopfadler da vorne dran. Mhm. Ja, den Feldzug habe ich zu Azuma tatsächlich auch übersprungen, weil die mich nicht so getriggert hat. Ich muss sagen, die Siegfried triggert mich jetzt auch nicht so. Ich weiß nicht, ob ich die... Feldzug jetzt tatsächlich zu Ende spiele, wie gesagt. Ich denke mal, ich werde sie für eine Woche bekommen wieder. Also ich werde mir das nicht holen. Ne. Dafür gibt es dann wahrscheinlich andere schöne Sachen. Ja. Weißt du? Also, wie gesagt, die Azuma habe ich tatsächlich auch ausgelassen. Das Schöne ist, ich darf es ja für eine Woche testen und. Ich möchte gerne. Oh, bringt das Zielsystem mal wieder in Ordnung. Ja, das ist ja grauenhaft. Ja, da kommt er immer durcheinander, ja. Ja. Ich bin in deinem Kielwasser. Ich sehe es gerade. Oh! Wer schießt auf mich? Wer traut sich? Kaiser? Treffe ich mit dem Merz. Ja, italienische Schlachtschiffe. Wir haben ja leider nur zwei bis jetzt. Die Giulio und die Roma sind sehr hübsche Schiffe. Aber wie gesagt, die vom PC jetzt, diese kriegen, die sind auch wirklich sehr hübsch. Der Zehner hat einen Vierlingstürmer. Und auch frontal, was ich so gesehen habe, sehr gut gepanzert. Hey. Nein, Kaiser, du schießt nicht auf mich. So, ich gehe mal auf AP. Das ist ein AP-Moment. Ah, die Phoenix. Ja, ich bin dran. Ich lade nach. So, jetzt zieht er rein da. Oder auch nicht 300. Du machst mit HE mehr Schaden wie mit... Oh, Torpedos, Willi! Marcuso. So, Phoenix brennt. Oh, bist du abgeprallt, ja? Und ich krach wieder in die Insel. Man kennt es.
So. Oh, da ist noch eine Tenryu. Ryu. Ja, die Phoenix kann torpedieren. Wann hat die denn? Wann hat die denn Torpedos? Was, die Phoenix hat schon immer Torpedos. Ja. Ja. Die. Da muss doch wissen, wir haben mit den Schiffen angefangen. Phoenix, Omaha. Ja, guck mal, das ist schon so lange her. Ja. Aber echt, ey. Ja. Ah, die macht lecker Schaden. Ich auch. Die macht auch Mist. So. Jetzt komme ich nirgendwo ran. Wo ist der Willi? Der Willi fightet da vorne. Die Phoenix. Er will mich ran. Deutsche sind ein Muss, schreibt er. Turul. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Jäger und Sammler, dass ich da jedes Schiff... Mal gucken, ich werde es mal testen, dann nächste Woche. Jawohl, also raus. Aber wie gesagt, ich denke mal, die Königin der Big Cruiser wird immer noch die Alaska bleiben. Da wird auch die Siegfried nicht drankommen, vermute ich mal. Ich denke mal, wird auch so sein. Hat sie nicht sogar auf dem PC den Spitznamen Siegfried? Kann das sein? Ja, ja. Aber man hört dich ganz leise, Tim. Muss mal gucken. Muss dich mal wieder ein bisschen lauter stellen. Hast du noch kein neues Headset? Doch, das ist es. Echt? Dann musst du laut. Dann musst du mal was einstellen, weil man hört dich ganz, ganz leise. So? Bist kaum zu hören. Ja, noch ein Stück ganz da. Na, jetzt? Ja, ist besser. Wird schon besser. Ja, noch höher und ich bin auf Anschlag. So ist gut. So ist gut. Jetzt viel, gut. Viel besser. So, ich würde sagen, wir lassen den Captain noch eine Runde mitfahren und dann kann der Tim mitschippern. So. So, genug jetzt. Ja, echt mal. Also ja. Ich muss wirklich sagen, ich hätte besser gefunden, wenn ihr, wenn das andere Schiff reingekommen wäre. Die meins? Ja, gleichzeitig mit der Siegfried. Was meinst du? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, was ist mit der Siegfried reingekommen? Keine Ahnung. Weil das ist nichts weiter als eine Gneisene auf Tier 7. Da, hier in dem Spiel. Ja, hat halt Bismarck Türme, ne? Ja, aber dann auch nur drei Stück davon. Ja. Ja, deshalb sage ich, also mich triggert die jetzt nicht so, dass ich da jetzt sage, ich muss die unbedingt haben. War bei der Azuma schon nicht so. So, jetzt fahren wir mal was Vernünftiges hier. Oder? Würde ich sagen. Lass mal hier. Ja. Machen wir Arizona. Arizona? München? Ja. Mal gucken, ne? Arizona. Hätte lieber eine Mainz gehabt. Aber wir wollen mal nicht meckern. Was ist denn hier los bei den Japanern? Wie gesagt, mit den Schiffen habe ich mich noch nicht so befasst. Gucke ich dann nächste Woche. So. Ah ne, warte mal, dann machen wir es so. Ne? Weil wir haben es ja. So, warte mal. Wie kann man denn hier. Ja, ich hätte gerne alle Booster umgewandelt. Danke.
204 Booster umwandeln, jawohl. Boah. Klarer Radatsch, jawohl, guckt jetzt an hier. 949 Gefechtsbooster habe ich. Meine Hüte, doch. So, mal eben was wieder ein bisschen umbauen im Moment. Auf alle Fälle gibt es ein Video über die Schiffe, ne? München. Die Sims kommt ja noch mit rein. Wie gesagt, Siegfried bekomme ich für eine Woche. Auch da gibt es ein Video. Und natürlich Flugzeugträger-Content. Da bin ich selber gespannt, weil da habe ich mich auch noch nicht wirklich beschäftigt damit. Bei was? Flugzeugträger. Da habe ich auch Bock drauf. Das ist mal wieder was Neues. Wo, ja, da musst du mich nur fragen. Ja, der Willi bringt mir dann alles bei. Willi, Montagabend, wenn ich von der Arbeit komme. Ich bin da. Jawohl. So, ich habe mal nachgeguckt. Das war die Ägir, die zusammen mit der Siegfried reinkam. Welche war das? Die Ägir. Die Ägir. Ja, ja, genau. Drillingstürme, 305 mm Kanonen. Ja. Naja, mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich denke mal, kommt alles noch. Wenn wir schon von Deutschland sind, dann hätte ich gerne noch die Dortmund, hätte ich noch die Köln. Hätte ich noch gerne. Ja, ich glaube, die Köln ist zu modern. Ja, meinst du? Fregatte, ist das nicht eine Fregatte, Köln? Die kann man umbauen, das ist doch Rohrgaming. Kann man umbauen, auf alt. Ja, ein bisschen... Andere Geschütztürme drauf. Ich bin jetzt kein. Gab's nicht im Ersten Weltkrieg ein Kreuz, der nicht Köln hieß, oder vertue ich mich gerade? Das kann gut möglich sein, weil die haben ja auch. Emden gab es ja auch einige. Ich glaube, es gibt ja auch eine Fregatte Emden mittlerweile. Die haben ja den Namen auch öfters vergeben. Ja, ab nach A, oder? Wie immer. Ja, Moment. Oho. Ach, ihr seid ja schon da drüben. Ich komme rüber. Oh, das ist reines Vierer-Fünfer-Gefecht, das ist gut. Boah, irgendeiner hat hier Rückkopplung, ich höre mich doppelt. Das müsste der Panda-Bär sein. Mhm. Eine Rückkopplung habe ich. Weiß nicht, ob man Stream mitlaufen hat, muss er mal stumm stellen. Ja, wollte ich gerade sagen, muss er stumm machen. So, Geschütze sind. Wenn wir noch ein Plätzchen frei haben, Freaks TM, dann gerne. Wie gesagt, wir nehmen jetzt erstmal nach der Runde den Tim noch mit. So, haben gerade mein Headset neu ein- und ausgesteckt. Jawohl. Sollte jetzt weg sein, oder? Keine Ahnung. Also, ich habe keine Rückkopplung. Musste. Ab und zu. Also merke ich ja gleich. Dann hast du es, entweder irgendeinen Hintergrund, hast du irgendwas laufen. Ich mich dann höre wieder doppelt. Das kann gut sein. Mal alles ausmachen da. Ganz ja, dann siehst du meine Freundin. Ja. Die guckt auf mein Handy gerade. Die schaut uns zu. Ja, so, Sven, wie sieht's denn aus da hinten? Los, beweg deinen Arsch. Na, ich... Bin schon weiter vorne wie ihr. Arizona ist nicht die Stimme. Guck mal, wo ich bin und wo ihr seid. Also, gibt's ja nicht. Oh ja, Mexiko. New Mexico. Noch bin ich nicht offen. Doch, ich ja. Gleich kommen wieder Torpedos. Kalifornien schießt auf mich. Nein! Warte, das kriegst du zurück, Kalifornien. Mal hätte ich vielleicht weiter vorhalten müssen. Aber treffen sie noch. Boah, wahnsinnige 1030 Schaden. Unglaublich. Kennt man irgendwo her. Meine ersten 8000 auf die Mexiko. Cheater. Ja. Hab umgebaut. Ich würde gerne mal auf die Dallas feuern, weil die fährt gerade so schön Breitseite. Nein, jetzt geht die zu. Oh.
doch auf die California hämmern. Ah, 7800 war schon besser. Jawohl. So, was haben wir da? Eine Nürnberg. Captain, der müsste mal mitfeuern da. Was ist da los, ey? Odin, können wir fahren heute eine Runde, ja. Ja, wir haben schon unseren ersten Kurs verloren. Was ist da los? Jawohl. Gute Nacht, Nürnberg. Nein, jetzt wurde mir der Kill gestohlen. Gibt's ja nicht. Ich weiß Gott sei Dank nicht. So ehrenlos bin ich nicht. Das machen euch. So. Ja, eben. Ja. Oh, ach du Scheiße, was kommt denn hier an? Ach du großer Gott. Noch eine Ismael. Oh, ja, ach du großer Gott. Wir haben hier richtig Bambule. Eine Yahagi kommt auch noch da vorne. Die kommt jetzt auf unsere. Oh, die schöne Reichweite. Feurigkeit drauf. Boah, 14.000 hier. Jawohl. Jetzt dreht die auch noch ab, ey. Oh. Mann, das ist das. Genau, zeigt's uns, Sven. Was? Bin wieder am vorderster Front hier. Guck dir das an. Ja, wir haben jetzt. Wie wäre es erstmal auf die Mexiko zu konzentrieren? Das ist viel wichtiger. Steht spitz zu mir. Ja, ist doch egal. Ruf da. Nein, ich kille jetzt die Yahagi. Gute Nacht, Yahagi. So, mit Ansage. Willy, I need your intelligence. Oh, die Mexiko hat ein paar Türme verloren. Okay, zwei Stück dann auf jeden Fall sind schwarz. Dann mache ich die nächste. Noch angehaucht ja, werden. Ich. Zwei Sekunden. Salbe ist raus. So. Jawohl. So, jetzt können wir ein bisschen reinfahren, oder? Oh, die Warspite. Da. Ismael, wo ist die Warspite? Ach, da hinten. Wo bist denn du? Wo stehst denn? Wir haben hier drei Schiffe. California, wir haben hier. Wow. Ich drehe gerade. Die Warspite kommt noch zu uns. Ah, Odin ist ein geiles Schiff, das stimmt. Ich sage immer, die bessere Bismarck. Oder eine aufgepimpte Scharnhorst. Ah, guck hier, 15.000 auf die California. Junge. Ja, eine Warspite kommt jetzt auch noch, Sven. Ach, die Hell. Das tut es auch hab ja genug Ziele. Ja, Ismael könnte sich auch lohnen, die fährt Breitseite. Oh, die Türme von der. Nein, der Kollege ist gestorben. Boah, sehr schön. 15.000 auf die. Bumm, weg. Doppelt zieht da Ismael weg. Aha. Die Wortball hat sich jetzt auch gerade erschrocken, ey. Ah, 15.000. So, California. Jawohl. Auf die Warspite feuern, die macht Aua. Ist gerade nicht so gut. Ja. 6.000 auf die California vorne. Na, ich sollte mal ein bisschen abdrehen. Ja, ich falle. Schießt die Dallas mit AP auf mich? Nimm mich dein Ernst. Ja, warum nicht? Na, mit AP auf dem Schlachtschiff. Ja, ich dreh mal ab. Oh,
9000 auf die Kalifornien. Schießt weiter mit AP auf mich. Dallas, was machst du? Was machst du? Achtung, Warspite kommt jetzt gleich rum. Sven? Ich krall mal jetzt die Dallas. Boom, 13.000. Ui. Ah, jetzt hat er umgeladen. Ah, siehst, geht doch, Dallas, geht doch. Ah, jetzt dreht sie wieder Breitseite. Schön machst du das. So, Dallas, ich würde sagen, gute Nacht. Oh, ja. Mit Ansage. Ja, kümmere dich jetzt um die California. Ich kümmere mich jetzt um die Warspite. Ich brenne erst mal eine Minute jetzt. So, guck mal, die Warspite dreht hier, glaube ich, gerade Breitseite. Musst du gucken. Ich habe auch hier die California noch. Aber ich kann meine Salbe abschicken auf die. Ist es denn wahr? Die will, die geht auf Rammkurs. War's bald. Ist ja wohl nicht. I need your help! Hab geschossen. Wo ist denn unser Rest vom Team? Zack, 13.000 hier. Oh. War eine schöne Arizona-Runde. Tatsache. Fire! So, Kalifornien, jetzt unterhalten wir uns. Schaffen wir das noch mit 7000 HP? Sag mal, was soll denn das? So, Willi, ich gehe auf Rammkurs. Masse dreht Breitseite. Zitadelle auf die California. Ich will mein Kraken. Bleibst du hier, California? Haut sofort dir ab. Ja, Kraken. Ja, haben wir den nächsten Kraken. Mit der Arizona. Sehr schönes Ründchen. Gibt's nicht, ey. Das machen nur die Japaner und er macht das mit dem Schiff. Oh. 137.000 Schaden. Jawohl. Übrigens, für alle gibt's morgen noch eine Krakenrunde. Morgen 11 Uhr eine schöne Fidschi-Runde. Auch Kraken freigelassen. Könnt ihr euch drauf freuen. Sehr schönes Ründchen. Ja. Besser wird's heute nicht. Ich würde sagen, wir beenden damit den Stream. Ah, nice. So. Mit was machen wir denn weiter? Musste mal... Ah, du hast den Tim nicht in der Liste, oder, Willi? 140, wie weit kann ich denn da gehen, ey? Bis 14. Boah. Kannst du über die Community reinspringen, Tim? Kann ich machen. Ja. Der ist doch auch drin bei uns, oder nicht? Deshalb sage ich ja. Danke, so, Maiko. Du hast das immer noch nicht gemacht. Hast du das immer noch nicht gemacht, oder was? Was? Nightbot eingerichtet und dann hat er das vergessen, das Wichtigste, was es überhaupt gibt.
Ach so, unsere. Ja, stimmt. Ja, unsere Community After. Ja. So. So. Was machen wir denn jetzt? Odin war gewünscht. Dann nehmen wir mal eine Runde Odin. Ha, da, 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 da. Wie gesagt, besser wird's heute nicht mehr. So. Was war ich denn? Richelieu. Ich habe jetzt zwar so viele. Ja, die kommen jetzt aber nur zu Testzwecken, kommen die rein, ja? Was? Ich weiß nicht, ey. Hm. Habe ich wieder so wenig Befehle? Das ist auch doof. Du kriegst aber, glaube ich, musst du mal in den Patch Notes gucken, du kriegst, glaube ich, 16er Kapitäne. Wenn ich jetzt richtig. Ach ja, gut, dann kann ich das ja machen. Die brauchst du nicht selber hochleveln. Mal gucken. Ich will nichts Falsches sagen, ich müsste noch mal in den Patch Notes gucken, aber. Ich glaube. Ich meine, da stand 16er Kapitän und Legende Rang 2 oder 4. Ich dachte irgendwie, ja. Also du brauchst da nicht. Brauchst da keine Befehle investieren. So, ich probiere das jetzt mal aus. Subtile Manipulation probiere ich jetzt mal aus. So. Was ist das? Nee, ich will 7er fahren, wenn nicht. Da könnt ihr ganz schnell wieder wegmachen. Was? 7er fahren? Ja, ich will 6er fahren, nicht 7er. Ja, aber Odin 6er. Die Odin war gewünscht, Willi. Dann machen wir danach eine Runde 6er. Fahren. Na gut. Nur wie? Nein, kostet doch nicht mehr so viel jetzt. Ja, ja, komm. Nimm deine neue angestrichene Bismarck. Sei still da drüben jetzt. Oh, Roma, ja. Jetzt habe ich was umgebaut und kann es nicht mal testen. Ich muss wieder auf dem hier hören. Können wir gleich, können wir danach machen. Drück ab. Jawohl. Aber der Game Master in Commander, der geht aber, glaube ich, 2 Stunden, oder? Weiß ich nicht. Hast du nicht fertig geschaut? Natürlich habe ich ihn fertig geschaut. Ich habe doch nicht auf Uhr geguckt. Bei sowas gucke ich nicht auf Uhr. Da genieße ich das. So. Welcher Film auch gut ist, ist der alte Moby Dick. Kennst du den, Willi? Captain Ahab. Den Moby Dick auswendig. Oh, der ist auch, der ist spitze. Ja, die Neuverfilmung fand ich jetzt nicht so toll. Aber ich fahr mal vorne an die Ecke da Richtung A. Was haben wir denn an Zerstörern? Ich nicht mal. Bliskavica und Akatsuki. Okay. Zara. Ja. Guten Abend, No Name Lol. Und herzlich willkommen im Stream. Na, unsere Benson kommt mit. Bin offen. Ja, schon der Bismarck. Ich glaube, wir haben Zerstörer hier, oder? Nee, der Bismarck. Okay. Bin wieder zu.
man denn da? Eine Masse. Oh. Und, ja. Oh. Noch eine Masse. Ja. Toll. Ah, da kann ich doch gleich wieder. Kann ich doch gleich wieder auf HE gehen. Wenn die Front da auf mich zufährt. Da ja. Geht noch eine Edinburgh. Ich bleib schon stehen. Eine Bismarck. Die will ich nicht in der Seite haben. Scheiße. Jawohl. 10.800 auf die Messe. Auf die Masse. Auf die Messe. Die wird auch schon getorbt. Komm, treff. Nein. Feueralarm. Komm, nochmal, jawohl. Jawohl, 13.000. Easy. Ja, ne, ich kann das. Gut, die Edinburgh ist aber mutig. Mhm. Mal, kann ich. Feuer auf Problem gelöst. Komm, treff! Das ist er wieder. Scheiße, Torpedowerfer kaputt. Ja, der Edinburgh abgeprallt. Jo, wir haben schon zwei Schiffe. Ah, oh, da kommen die Torps. Kacke. Ja, ich drehe ihn auch rein. Ah. Nein. Ja. Ja, das war eine schnelle Runde. Ja. Junge. Hallo, Edinburgh. Guten Abend, Thomas. Das ja, war eine schnelle Runde. So, da bleibe ich mal offen. Willi in seiner neu angepinselten Bismarck. Hol mir mal schnell was zu trinken. Ach, war doch klar. So, wieder da. Oha, die überrennen uns aber mal. Da gab's mal richtig aufs Maul hier in der Runde. Aber so kann's gehen, ne? Vorher Kraken und danach vorne 10, hinten 8. Jawohl, so muss das. Boah, ja, Willi überlebt auch noch. Gibt's ja nicht. Ich sag doch, ich bin ein Bismarck-Experte. So, Sechser wolltest du fahren. Boah, ich höre mich jetzt dreifach hier. Was ist da los, ey? Boah. Stimmt, jetzt hatte ich auch so einen kleinen Schall drin. Muss irgendwie beim Tim da irgendwas nicht in Ordnung. Ja, der hat bestimmt die iPhone-Kopfhörer drin. Nee. Das ist das neue Headset.
Also ich kann nur sagen, ich habe einen von Triton und das hat mich schon Jahre. Bestes, was es gibt. Triton! Ob ich mal einem Schiff beim Sinken zuschauen kann, kann ich machen. Ja, wenn ich sinke, bleibe ich mal drauf. Was? Der Just for Fun möchte ein Schiff beim Sinken zuschauen. Ja, hier wird jeder Wunsch erfüllt. Kein Problem. die Zara. Ich hatte eben so eine richtig geile Runde gehabt. Komm, meine Gneise zum Einsatz. Der Willi. Der Willi möchte World of Warships. Nehmen wir gleich an. Also schon alles erledigt, bevor Aha. du reagieren kannst, Sven. Na, meistens, wenn ich die Meldung krieg, hast du schon angenommen. Ja, 20 Minuten später. Ja. So nach dem Motto, hä? Wieso? Habe ich gar nicht mitbekommen. So. So. Wie, was, wer fragt? Reines Sechser-Match. Uhul Buddha, was ist los? Ja, nix ist los. Der Lachs lüpft. Ach so, ich sag's nochmal. Prost. Prost. Wo fahren wir hin? A, B, C. Oh, Griechenland, das passt ja fast. Lass mal A fahren. Ja, würde ich sagen. Monty, jawohl. Endlich. Was ist denn das für eine Tarnung jetzt? Bei wem? Oh, was ist denn das jetzt schon für eine Tarnung, die ich da drauf habe? Hä? Kann ich wieder? Ist das nicht. Hat die Zara nicht die Permanente hier? War das nicht irgendwie? Keine Ahnung. Hat die Permatarnung? Ja, echt? Ja, ich meine, das ist die Permatarnung, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da habe ich hier geholt. Wann habe ich die denn geholt? Schön. Ah, wir sind manchmal so herrlich verpeilt. Ja. Ich glaube, die kann man sich freischalten. Oh, Ismael, Willi. Wenn du musst gleich mit deiner Nelson musst du gleich sidestrapen, denk dran. Ja, mach ich gleich. Ja. Oh, nicht mal aufgegangen. Aber nichts getroffen. Doch, jawohl, Brand. 4000 und Brand. Das ist doch schön. Aber hat er sofort gelöscht. So. Was ist die jetzt nochmal aufgehen, würden da die Kollegen? Das machen sie aber nicht. Ich habe jetzt mal bei den Sansonetti mal den anderen Perk mal probiert. Mal gucken. Jetzt bin ich offen. Oh, da. Sind wieder offen. Die Ismael und die Kölner. Zerstörer. Chizu Hatsuru. Panik dreht ab. Dann bleiben wir mal auf der. Kommt der. Oh, da ist auch wieder was offen da hinten. Eine Scharenhorst. Da ist er im Moment nichts drin. Ja, die feuert auf mich. Wer? Scharenhorst. So, ich habe die Ismael nochmal angesteckt. Da kann jetzt erstmal nicht löschen. Ach, guck mal da. Doch, hat er schon wieder gelöscht. Ist mal hier. Boah, Doppelbrand, ey, jawoll. Da ist noch eine Nagato. Oh, die hat er gefressen, Nagato. Duke of York ist da hinten noch am Rumkurven. Boah. Beschieße mal gerade. Oh, jetzt bin ich aufgegangen. War nicht gut. Boah, Doppelbrand, was ist denn heute los hier? Diese Zara hier. Was? Das sehen meine Augen aber gar nicht gerne. Ein rückwärts fahrende Scharnhorst. Schäme dich. Ich
Duke of York wird langsamer. Kommt Torps, Vorsicht. Oh, scheiße. Boah, 7000 und Duke of York brennt. Boah, schön. Kein Wassereinbruch. Erober. Ja. Vorsicht, hier steht noch eine Shiratsuyu. Boah, schön. Geil. Schön. Hat mir den Arsch gerettet. Also der Perk ist lebenswichtig. Also den lasse ich, glaube ich, mal drin. Hier, das ist geil. Ja, sind die jetzt geskillt? Ich habe, ich glaube, im vorletzten habe ich jetzt mal mit, wo er das Schiff in die Hand nimmt, weißt du? Das ist Mamma Mia. Ach ja, die, ja, ja, ja. Und da ist zwar die Granatengruppierung 5% geht die ins Minus, aber davon merke ich aber jetzt gar nichts. Ich probiere es jetzt mal bei der Scharnhorst. Kann ich dir gleich mal sagen, wie ich sie bis gehört habe. Shiratsuyu ist vor uns. Oder was, das war noch ein Zerstörer, der vor uns war. Ich weiß ja nicht, welchen du drauf hast. Ich habe den Sansonetti drauf. Muss ich selber gucken. Ich habe die Italiener kaum noch angerührt. Oh, die beiden behindern sich da. Ah, da kommt das Zielen schon wieder durcheinander, ja. Oh, unser Schlachtschiff, unser Bayern, ist aber auch mutig, ja. Kracht da mal rein. Fubuki. Ah, wie torbt denn unser Zerstörer hier? Er droppt ja völlig daneben. Das sind ja mit Sicherheit 7, 8, 9 Kilometer, die er daneben getorbt hat bei der Scharnhorst. Junge. Doppelzieher auf die Nagato, jawohl. Duke of York brennt nochmal 5000 und abgefackelt. Oh, wir haben noch kein Schiff verloren. Was ist da los? Oh, vor uns. Nein, nein. Und raus die Sau. So, oh, schade. Ja, ein Kassierch. So, Scharnhorst abgefackelt. Doppelbrand sogar. Brennt er noch? Ja, brennt noch. So, Doppelbrand auf der Colorado. Aua. Ja, also, weg. Schön. Victory is in sight. Jawohl. Wisst ihr, mein Flieger zum Beispiel, Sven, was wir angesprochen haben, wenn jetzt die Flugzeugträger reinkommen. Ich habe den jetzt gerade gestartet. 6 Minuten bleibt er jetzt oben, der Flieger. Was wir da angesprochen hatten, von wegen, die gehen ja von, was ist das, von 160 auf 90 oder was, ne? Der Jäger. Der Jäger, glaube ich. Achso, der Jäger. Muss ich mal gucken. Ah, wo war denn das? Ging denn der Schuss hin? Schwabbel-Aim. Oh, wir haben immer noch keins verloren. Guten Abend, Carsten. Nö, oh, gute Runde. Jetzt haben wir mal den Gegner überrannt, würde ich sagen. Ich bin auch schon bei 92.000. Komm, gib mir noch mal ein Feuerchen. Jawohl. Scharnhorst brennt. Hau sie raus, die Sau. Kommen wir noch auf 100.000? Schaffen wir es noch? Nein, lass sie leben. Ich wollte doch die 100.000. Also ich bearbeite die ganze Zeit die Schiffe und ihr staubt nur ab hier. Was? Ich hab bis jetzt kein einziges abgestaubt. Ja, derjenige, der weiß schon Bescheid. Ich auch nicht, aber 10 Brände. 98.000. Das Sven nämlich immer gerne, ne Sven? Ja, stimmt. In allen, was wir spielen, in allen Spielen, staub ich immer die Kills ab. Ohne Fiji.
So, ich bin mal Richtung C. Oh ja, eine Fiji. Ah, der kommt noch nicht ganz dran. Oder Ausfall bei der Fiji. Jawohl, ich hab die 100.000. Jawohl, so muss das. So, jetzt kann ich aufhören. Torwerfer zerstört bei der Fiji. Dann bitte ich jetzt, vorne 10 hinten nachzumachen. Bitte sprengen Sie Ihr Schiff jetzt. Jetzt ist er zu. Was? Ich wollte gerade sagen. Er hat sich eingenebelt. Sie hat Schiss, sie haut ab. Bayern, Lucky Duck. Oh, mein Luck. Ja, da ist er wieder offen. Ich hab's so offen gemacht. Schön. Ruder am Arsch von der Fiji. Die kann nicht mehr. Fiji brennt. Kann er nicht. Jawohl, sehr schön. Schön. So, wo haben wir das letzte noch? Schlachtschiff? Ne, Ismail. Da hinten bei C dümpelt sie irgendwo rum. Ach, die lebt auch noch. Letzte Position. Ja. Die dürfte wahrscheinlich Kartenrand. Bei da ist er. Also. F9, F8 ist das, glaube ich. F8. Ja, das fehlt auch noch, ne? Dass man hier A, B, C, D, E, F, G, H 1 bis 9 hat. Ja, das würde schon hilfreich sein. Ja. Taktische Karte. Stellt man, dass die Klasse dümpelt oder hinter der Insel jetzt bleibt. Wo ist denn der Zwin? Ja. Mhm. Wie viel HP habt ihr denn noch? Ich hab, bin noch voll. 33.000. Ich bin noch voll. Nicht einen Treffer abgekriegt, ey. Kannst du mal sehen, weil du dich nur hinter uns versteckst. Also ich kann nicht klagen. Ich habe 50.000, zwei Schiffe versenkt. Also, läuft. Oh, Ismail, komm ich ran. Was macht die denn für einen Move? Lol. Unter der Insel wieder. Oh, eins versenkt. Oh, was? Das gibt's nicht. Ich dachte, jetzt kriegen wir mal wenigstens ein schönes zu Null hin. Ne, zu früh gefreut. Ja, es ist der Zerstörer leider. Frack. Na, aber wir haben gleich 1000 Points. Na, die versucht wahrscheinlich jetzt eh nur noch zu überleben. Guten Abend, Raumhydra. Grüße Abend. Zurück. Prost. Ich hab kein Ding, ich bin kein Franzose, der hat wenigstens Turbo Boost hier. Der Gras nennt, die fast 50 Knoten macht. Da ist er. Ja, die bleibt jetzt hinter der Insel. Die kriegt keine mehr. Schönes Ründchen. Ab Montag ist das nicht mehr mit Insel verstecken. Da kommt der Willi mit seiner Fliegerstaffel. Ja. Egal was ist, ich werde euch versenken. Aber nicht die Schlachtschiffe und die Kreuzer, nein. Als erstes habe ich ja euch versprochen, alle Zerstörer eigenhändig von mir. So, Kapitäne. Boah, schöne Runde. 11 Brände. Ein schönes Riechen. Meine nicht. Ah, so. Was mir gerade auffällt bei Master and Command, was mir gefehlt hat, sind die Lieder gewesen. Das haben sie, glaube ich, in der Mitte des Films gemacht. Da haben sie kurz angestimmt. Mhm. Das berühmte Lied, auf einmal guckt der Captain so. Ein anderes Lied schon angestimmt. Auf was freust du dich denn am meisten, Raumhydra? Im Moment, Max, haben wir kein Plätzchen frei, weil der Panda-Bär jetzt mitfährt. Was meinst du gerade, Panda? Du wolltest gerade was fragen? Luigi Sansonetti hast du drin, hast du gesagt, ne? Ja. Wie hast du ihn geskillt? Also im Moment habe ich ihn auf Rang 14. Habe ich jetzt gerade hochgepusht auf Rang 14. Im ersten Perk habe ich außerhalb der Reichweite. Im zweiten habe ich Home Run. Home Run? Ja, also hinten die letzten. Also im ersten Slot. Mhm. Außerhalb der Reichweite, dann im zweiten Slot Home Run. Manipulation und fixiert? Und fixiert, genau. Und unten dann habe ich noch Nachfüllstation. Ah, okay. Nicht vollständig verpackt, weil du hast ja keine Heilung auf dem Kreuzer. Dann habe ich dann gesagt, ach, nimmst du hier Nachfüllstation. Und ich muss sagen, jetzt
subtile Manipulation gefällt mir. Also, ja. Zwar hast du dann jetzt 5%, aber die habe ich jetzt wirklich nicht gemerkt. Ja, wir wechseln noch nachher nochmal durch, Max. Keine Sorge. Also die flogen gut noch einschlagbar in das Schiff ein. Und als Inspiration habe ich den Arena-Bonus. Aber da brauchst du Zeitraum, Hydra. Ja, also. Weil der verringert nochmal die Ladezeit der Hauptbatterie. Und Norman Scott. Werde ich wahrscheinlich nicht so intensiv spielen, den Arena-Modus. Nee, das ist Amerikaner. Ami. Das war unser, den hatte Sven als erstes gehabt und ich habe mich der ganze Zeit, weil er schwärmte davon. Boah, der Norman Scott, der ist geil, Philipp, boah, den musst du hier holen. Und ich habe dann, da hatten wir das Spiel gerade gehabt. Und er hatte den gezogen und ich hatte den aber nicht. Und nee, war das nicht, hattest du den nicht sogar zuerst den? Nee, warte mal, irgendein Kapitän hattest du zuerst. Bei den Amis hattest du den Norman Scott als erstes. Ja, hast du auf der Romaa da einen Kragen nach dem anderen geholt. Hatte ich meinen ersten Kragen, ja, mit der Romaa, stimmt. Ja. Und dann hast du davon geschwärmt und dann war ich die ganze Zeit sauer. Jedes Mal, wenn ich eine Kapitänskiste gekriegt habe, war der Norman Scott nicht dabei. Ne? Da stimmt, ja, stimmt. Ja. Hau rein da, Willi. Dann habe ich was zum Testen. So, dann, ach guck mal hier. Heute bin ich mal in Kreuzerlaune. Weil ich freue mich auch schon auf die Brückenkreuzer. Oh! Die schweren. Ja, da freue ich mich auch besonders drauf. Aber. Sechster. Ja, die Arena werden wir auch mal testen. Wo ich bin? Ja, ich denke mal. Wo ich traurig bin, ist, dass der Hafen hier wieder ein bisschen, dass der verschwindet. Da bin ich ein bisschen traurig. Ja, ich denke mal, ich hoffe mal, dass sie irgendwann auch mal der Community nachgeben, dass also, du dann dir einen Hafen aussuchen kannst, ja, auf dem PC. Das wäre schön, dass die Option, weil da würde ich eigentlich nur Fjorde und das Trockendock, wenn wir den mal irgendwann bekommen. Trockendock, der ist auch hübsch. Also ich habe damals selber World of Warships gespielt auf dem PC und da hast du, glaube ich, da habe ich das erste Mal drauf gespielt und da hast du am Anfang, hast du, glaube ich, 4 oder 5, wenn ich mich jetzt nicht irre, 4 oder 5 Häfen gehabt, da konntest du dir aussuchen. Du weißt es nicht. Da deine Schiffe hinstellst. Mittlerweile kannst du es ja jetzt, ich glaube, weiß nicht, wie viele Häfen da hast als Auswahl. Müsste doch hier einer von den PC-Lern hier wissen, die auch auf dem PC World of Warships spielen. Ich weiß es nicht mehr. Mein Bruder hat, glaube ich, auch nur zwei Lieblingshäfen. Er hat, glaube ich, einmal den Amazonas. Also da ist überhaupt nichts. Da ist nur Guten Abend, Ben. Amazonas. Da ist schon Amazonas. Wie heißt es? Ja, ich denke mal Sleazoid. Also so eher die London. Also die Devonshire ist ja von der London-Klasse oder County-Klasse, glaube ich. Hawaii, glaube ich. Hawaii ist das, glaube ich. Und ihr könnt sogar eine London aus einer Kiste ziehen, wenn ihr Glück habt. Hatte ich in den Patchnotes gar nicht erwähnt. Ja. Nach A fahre ich nicht gern. E? Nach C. Ne, ich fahre nach C. Ja gut. Alles klar, dann drehe ich mal. Aber ich denke, also wird sich ähnlich fahren wie eine Exeter oder London. Oder Cheshire. Ein paar schwere Kreuzer haben wir ja schon drin. Von den Briten insofern. Ja, wir haben ja schon gesagt, wir freuen uns ja auf die Kreuzer, ne? Auf die Britenkreuzer, die schweren. So, was haben wir denn hier? Da wir beide ja sowieso mehr lieber Kreuzer fahren als alles andere, stimmt's? Ja, ich fahre Kreuzer sehr gerne. Hätten wir schon eine Odin. Vladivostok. Welche? Schieb dich mal ein bisschen an. Ich bin offen. Zerstörer. Es ist sie zugegangen, das gibt's doch nicht. Hast du schon einen Flieger raus, Panabär? Nee, dann. Nee, ich hab Radar mit. Okay, dann mach ich starte jetzt einen Flieger. Ja, ich bin schon raus. Ich habe eine Dreifachzieher gefressen. Ich habe nur noch 9000. Von der Roma? Ich weiß nicht von wem.
Boah, ja, du fährst aber aggressiv. Das war bestimmt von der Roma. Nee, das war die Richel. Oder Richelieu, ja, die Richelieu hat ja, die eine. Die ganze Zeit, ja. Boah, da steht da wieder nur. Kannst das du war's, dann... ich bin jetzt weg. Gute Nacht, Willi. Das war für mich jetzt eine schnelle Runde. Oh, da kommt Bobs. Aber da ist die Benham. Die Richelieu hat mich angesteckt. Versuch dich einzunebeln, Panda. Team. Oh, wir haben zwei. Ja, oh. Ich klatsche eine HI, schieß gleich auf die Benham, wenn sie offen bleibt. Ach, die sind doch Insel. Ich hab gerade Radar gezündet. Ja, das war's, ich bin weg. Die Richtung hört mich die ganze Zeit. Ja. Ja. Diesmal hab ich aufs Maul gekriegt. Vorne 10, hinten 8. Mhm. Ich gucke jetzt mein Schiff beim Sinken zu. Das sollte ich doch machen. Benham ist doch offen. Mhm. Boah, das ist hinter der Insel. Die gute Schorsch. Och, du hast noch eine Lyon. Wir sind ziemlich unterbesetzt hier. Nein! Oh, okay, er schießt mit HE. Ach so, lächerlich, Alter. Nein, ich weiter vorhalten müssen. Schade. Kriegst du die Benham? Nein, jetzt ist sie zu. Nee, die gammelt hinter der Insel. Ja, das war eine frontale Doppelzieher. Ja, ich glaube, die Runde verlieren wir. Ja. Da kann ich abdrehen. Jetzt hier. Weil die Seite ist verloren. Die Seite ist verloren. Ja, die ist da noch. Nein. Warum musste damals bestimmt eine Mordsarbeit gewesen sein, die Schiffe immer vom Eis zu befreien? Mhm. Ja, da gibt es sogar Bilder von der Scharnhorst, wie die Türme komplett vereist sind. Ach, da wird hier kommt ein Flugzeug, das wird mit Benzin beladen, das wird einmal über den Scharnhorst drüber und dann wird angezündet, dann ganz alles weg. Vorher wird alles entfernt, was Munition ist und so weiter, abgedeckt, alles schön, ne? Wem? Gut das. Richelieu bewegt sich nicht. Gehen wir mal Richelieu jagen. Mal gucken. Odin müssen wir aufpassen. So, mein Schiff ist jetzt in Richelieu die kann ich nachher auch mal fahren, ja. Ja, sehr hübsche Tarnung. Ben, sehr hübsche Tarnung. Nein! Ach du Scheiße. Boah, hab ich einen Lacker. Alter Lacker. So. Oh, Zerstörer. Benzen.
komplett Nachschiff. So, Secondary Kill. Aber so, Richard, jetzt unterhalten wir uns. Wenn wir die Runde schon verlieren, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich von da drüben keine krieg. Haben wir noch mal eine Salbe auf die New Orleans raus im Vorbeifahren. Und dann gehen wir mal auf die Richelieu. Oh, das muss ich mir mal angucken. Was ist das denn hier? Vierlingstürme. Die Wujin. Oh, lecker, lecker. Neues Schlachtschiff oder was? Asien. Von den Japanern oder was? Ja, ne? Mhm. Scheint so. Die Wujin. Wenn du schießt, kommt dann Jin raus. Ich erfülle dir drei Wünsche. Ah, das wäre geil. Aus jedem Rohr oder nur von, aus, natürlich aus allen. Hast aber viele Wünsche dann übrig. Harrische. Oh, da ist die Roma noch neben mir. Ich guck mich gerade mal so ein bisschen um, weil ist langweilig jetzt. Ah, was war das? Was war denn das jetzt? Oh. Was passiert? Ah, kriegt er einen. Fehler gemacht und hat gefressen. Nee, der Torpedo-Winkel war jetzt auf einmal so ganz komisch. Der ist auf einmal zurückgesprungen irgendwie, keine Ahnung. Aber ich habe sie noch versenkt. Ich habe sie noch versenkt. Da geht sie unter, die Scharnost. Wir bleiben mal auf dem Frack. Sollte ich aber machen. Da ist mein Turm explodiert. Das sind nur wie viele Türme? Halt, ich wollte doch drauf bleiben. Ich bin geplatzt. Ah, wollte mal drauf bleiben. Naja. Ach, das muss ich auch noch gucken. Ey. Ich muss mal wieder gerade gucken. Ey. Mann, komm, erklärt seine Strategie. Oh, muss ich mal gucken. Ich habe jetzt neulich sein Video von der Smallland geguckt. Die hätte ich auch gern. Ein Free XP-Schiff für 2 Millionen. Free XP wird, aber die nehmen sie jetzt wieder raus. Ja, die wird wahrscheinlich dann. Irgendwann wird sie auch mit solchen sowas kommen. Sven, ich habe mir gerade die Jägertarnung als permanente für die Bismarck gemacht. Ich auch. Ja, also wer da noch welche braucht, in den Patch Notes steht ja dieser Code. Da könnt ihr euch noch ein paar Jägertarnungen genau, holen. Genau, 12 Stück. 12 die, Jägertarnungen. Genau. Und die haben mir noch gefehlt und habe ich jetzt auf der Bismarck, ich glaube, wir können mal rausgehen, habe ich auf der Bismarck die Jägertarnung, weil ich glaube, die passt für die Bismarck ganz, ganz gut. Richtig. Hallo, Spiel. Junge. Was? Spiel. Ja? Was damit? Er lädt sich gerade kaputt. Aha, vom Server. Siehst du, wenn ich jetzt über die PlayStation gestreamt hätte, wäre ich jetzt wieder rausgeflogen. Ja, was ist da los? Nee. Server ist momentan nicht verfügbar. Was ist da los? Hä? Ja. Also ich bin noch drin. Ich auch. Was wollen wir fahren? Warte, ich muss erst wieder reinkommen. Ich wurde vom Server gekickt. Ah, schön war. Schönes. Das wäre eine Doppelrunde? Was denn? La Fromage. Fromage, ah. Oui. Ah, Dünkirk. Mein Lazarettschiff. Jawohl. Halt. Jawohl.
Komm, wir peilen heute mal ein Ziel an. Wir peilen heute mal die 50 Millionen an. Gucken, ob wir es schaffen. Was war ich denn? Wozu? Was ist denn das? Christian, sammeln, sammeln und ein bisschen Kistenglück. Ich hatte in der einen Kiste hatte ich. Ich muss zum Augenarzt. Ja. Irgendwas stört das Bild. Güllemutzu. In der einen Kiste hatte ich 750.000 globale EP. Das ist, ich kann das nicht erkennen. Also irgendwas für ein Schiff fährt er da. Ich weiß aber nicht, was für eins. in der Pupille. Muss man jetzt den Stream wieder beenden, ey. Bei mir hängt der hinterher. Der Stream. Na, ist wieder los? YouTube hängt immer ein bisschen, was geht. Ja, ja, ich hab's jetzt gerade gemerkt. Ich guck gerade, hä, immer noch im Gefecht? So. Würde ich mal sagen, bleiben wir hier direkt bei A, wa? Na, Mensch. Ja, würde ich sagen. Vor allen Dingen haben die neuen italienischen BBs haben auch so eine richtig schöne weiße Tarnung, Willi. Musst du mal gucken auf dem PC. Ja, oh, die sehen so hübsch aus. Also die sind wirklich hübsch. Ja, ich war noch nicht bei meinem Bruder. Ich fahre erst Dienstag wieder hin. Montag habe ich keine Zeit. Ich weiß nicht, wann da das Update kommt. Ja, ich habe gesagt, bei uns kommt die sind wirklich hübsch. World of Warships Update. Ich muss mal gucken, was der Umrechnungskurs gerade ist. Oh, ich bin schon offen. Schon offen? Ist auch manchmal im Angebot. Also wer globale EP umwandeln will, da müsst ihr mal warten, bis das ein bisschen bisschen günstiger ist. Aber Breitseite. Sven, ja, Fuso, Breitseite. Ja, ich warte noch, er dreht noch. Ja, oh, er hat geschossen. Ich schieße. Also da rate ich immer, wer globale EP umwandeln möchte, dann wartet. Was war denn das jetzt? Eieiei. Ja, wieder Schwappel, ey. Willi. Dann wartet, bis das im Angebot, bis das ein bisschen günstiger ist. Da ist noch was anderes drin. Aufpassen. Also Zerstörer kann es nicht sein. Ein Kreuzer. Irgendeiner. Ich habe Schwappel, ey. Dann musst du Dinges trinken. Grog. Ah, was haben wir denn da? Fenze Cola und Leander. Komm, wieder nix ran hier. Also wird er hinter den Inseln pimmeln da. Und bleib doch einfach stehen, die kommen doch irgendwann, Sven. Willi, starte mal deine Flieger. Ja, kann ich machen. Ich habe einen Angriffsflieger. Oh. Ah, den meinst du, ne? Den Angriffsflieger meinst du, ne? Bestimmt. Den meinen die bestimmt, ne? Der runtergesetzt wird. Der Jäger, ja. Der wird hochgesetzt. Der ist ja 30 Sekunden nur draußen. Oh, Leander. Willi, Dorps. Oh, Scheiße. Mach's tot. Die hat er, glaube ich, nur 6 Kilometer. Keine Ahnung. Er hat auf alle Fälle getorbt. Und wir drehen natürlich genau rein, wie du ließ. Ja, ich hätte es mir denken können. Hör nie! Ja. Ja, zwei kassiere ich. Er freut sich jetzt. Wunderbar. Und da kommen jetzt noch die anderen. So, nimm's raus. Nein! Oberpen! Mach's kaputt! Nein! Ich hab schon geschossen. Ja, jetzt wird nicht geklappt. Wir fahren aber auch wieder ein Käse zusammen. Die Fuso kommt auch raus. Oh, die fährt Breitseite. Ja. Oh, aua, das wird jetzt wehtun. Ne, die tickern schon auf mich. Lol. Nee. Boah, 11.000. Und das war's. 6.000. Oh, ich lebe noch. Nein! Ja, was fährst du auch so ein Güllemut so? Ja, echt mal. Ah, schön. Was hast du jetzt davon? Das lag nur an den Torps.
Mehr nicht. Sven, komm ein Stück zurück. Ja. Mal gucken, dass ich... Oh, Türme. Die Pensacola, die wird wahrscheinlich nicht kommen, aber... Zita, die Pensacola. Die Fuso kommt jetzt gleich hier raus. Und dann ich komm wieder von dieser Kackinsel nicht weg hier. Das ist aber auch so was Komisches ja, zusammen. Käse hier. Aber echt, ey. Sven. Na, der will meine Mannschaft retten. Der ist nicht so asozial wie du. Stimmt. Die können jetzt alle übersetzen. Mein Schiff hier. Die Mannschaft ist ja schon weg. Die ist schon aufgefressen von den ganzen Haien. Ist ja nicht das ganze Blut da drin? So. Ich zeig der Fuso mal mein Erschien. Aber wenn sie jetzt rauskommt, dann... Oh, ja. Nochmal 11.000. Jawoll. Komm, follow Lotte jetzt. Follow Lotte. Oh, dahinter kommt die Leander und die Pensacola. Pensacola, du mit deinem... Hast du irgendwas an Schaden gemacht, Sven? Nicht viel. Ich wollte gerade sagen. Nicht viel. Sehr schön, oh, Leander ist weg. Doppelt Zita weg ist er. Jawohl. So, jetzt muss ich mal hier... Oh, das war eine Detonation. Gib Stoff! Dünkirk, gib Stoff! Nee, die will nicht so, ne? Ich versuch mal seine Türme so ein bisschen. Na, ich kann, das Problem ist, ich kann der jetzt keine Breitseite zeigen. Das macht man auch nicht. Wo zieht er dann hin? Oh, er zielt nicht auf mich. Dann kann ich drehen. Nee. Auf die Pensacola hinter dir. Dann kann ich drehen. Oh, Türme drehen wieder. Aufpassen, Sven. Nee. Turm kaputt. Ist der AFK? Nee, nur noch seine, Türmchen drehen, ja. Schieß. Türmchen drehen. Oh, Schiff, okay. Stell dich spitz. Nein! Au! Oh, Sven lässt es wieder stehen. Nein! So. Nein, er lässt sie nicht stehen. So, jetzt lässt uns da die Pensacola. Ein Mist so, zusammengefahren hier, das gibt's ja nicht. Die ist ja schon raus, stimmt. Läuft gut, muss ich sagen. Problem. So, jetzt. Oh, Fuso, Breitseite. Das ist schön. 3, 2, 1. Gehen die über den Berg? Ja. Oh, die kommen gut. Zita, jawohl, sag ich doch. Haha, lala. Eine Zita, die schmeckt. Also, wenn, Captain, wenn du dich nicht angemeldet hast da oder hast dich angemeldet und wirst da nicht berücksichtigt. Dann musst du wohl ein paar Missionen fahren und dann kriegst du, denke ich mal, einen Flugzeugträger. Ich glaube nicht, dass du da alle vier kriegst. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur schade, dass es nur die zwei Typen sind und nicht alle drei. Also ich denke mal, ich als CC werde alle vier bekommen. Ich mache dann sowieso Videos. Ist ja sowieso erst nur ein Test-Event, bis genau. Wir da richtig reinkommen. Wichtig auch zum Test-Event, wo wir jetzt ein paar 40 Zuschauer sind. Also wichtig ist, wer die CVs spielt, schreibt eure Meinung an alle bekannten Kanäle. Also bei Wargaming, das genau. Haben wir im Video schon angekündigt. Wie gesagt, die wollen so viel Facebook überall, wo sie vertreten sind. Haut genau. Eure Meinung rein, das so ist wichtig. Ne? Die wollen so viel Input haben. Von also euch. Ihr könnt mithelfen, dass sie wirklich gut umgesetzt werden. Ne? Dass da nichts... Wo fahre ich denn? Warum fahre ich denn hier? Was macht? Also ich fahre ja den Müll in der Runde zusammen, das gibt's ja nicht. Ich bin offen.
Verlieren wir das noch, oder was? Ja, warum bin ich jetzt hier? Ist mir unerklärlich. Also ich fahre eine Grütze in der Runde zusammen. Das ist wirklich wahr. Ich brauche jetzt mal einen Flieger. Warum bin ich jetzt hier hochgefahren? Weiß ich selber nicht. Es ist doch nicht so. Was macht mich jetzt hier auf? Ich brauche einen Flieger. Verdammt, ich hab jetzt Schiss, dass die... Flugzeugträger zu Ostern? Nee, glaube ich nicht. Also jetzt der Test, wenn ich rechne, da Spätsommer, Herbst vielleicht, wenn sie denn dann reinkommen. Also eher glaube ich nicht. Wie gesagt, kommt drauf an, wie der Test-Event läuft. Deshalb sage ich, schreibt eure Meinung an. Ne, überall. Discord, Reddit, ja, Facebook, überall wenn der, wo. Wenn dann ne? seine Videos macht, dann da auch. Auch könnt genau. ihr auch drunter schreiben. Der leitet das dann auch weiter. Oh, die lesen das schon. Und so, Fuso. Ja, aber das hast du in deinem Video gesagt. Wie gesagt, wichtig ist natürlich konstruktive Kritik, nicht reinschreiben, ah, scheiße, alles. Nee. Da musst du dann so weitergeben. Ja. 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 Ja, Tekana, ja. Das ist ihm alles scheiße. Dann kommt so ein Kommentar. Ja, das könnte morgen sagen. Nein, also so wichtig ist wirklich konstruktive Kritik. Ne? Ja. Was verbessert werden könnte und. Was Bugs angeht und so weiter. Wie gesagt, die haben ja schon mal keine AP-Bomber. Also ich denke mal, die wären schon ganz vorsichtig mit der Umsetzung da. Auf dem PC sind sie ja nicht ganz so beliebt, die Flugzeugträger, ne? Ich hätte mir schon gewünscht, dass die AP-Bomber der Deutschen mit drin wären. Komm doch noch alles. Es ist doch erstmal jetzt ein Test-Event. Warte doch erstmal ab. Genau. Gut Ding will Weile haben, ne? Sagt man. Gut Ding will Weile haben. Das Wichtigste, was Wargaming reinbringen muss. Dafür setze ich mich ein, das ist die Semi-AP. Das will ich seine Semi-AP, so. Ja. Wo kriege ich denn jetzt hier? Ach du Scheiße, ich bin ja voll ins Wespennest gefahren. Ja, wo seid ihr? Ihr dümpelt da oben rum. Ihr Kackbratzen. Ich habe gerade die jetzt eingenommen. Wo bist du denn überhaupt? Da machst du keinen Schaden, na, Sven. Na, aber die Spitze. Wo dümpelt der überhaupt rum, der Sven? Na, hier am Fighten hier. Gegen der Fuso. Der wollte einen auf allein machen. Ich will es aber nicht rammen. Ich will nur spitzer stellen. Oh, schöner Treffer. So, Rest musste Secondary machen. Da hat der Sven Schiss gekriegt. Er ist, glaubt nicht. Nö. Fight die auch gerade mit einer Fuso. Ja, du wolltest nur nicht gegen die York und die Dingens hier ankämpfen. Jawohl, ich habe Angst vor der Bayern da. Ja. So, Fuso vernichtet. Oh. Überlebt, jawohl. Ja, also wie gesagt, ich hätte auch gern einen Update-Stream gemacht nächste Woche, aber ich habe leider Spätschicht. Also wird's Videos geben. Kann auch erst Montagabend reinschauen, also mal gucken. Als wenn macht Überstunden, dann 8 Stunden arbeiten, dann kommt er abends um 8 Stunden spielen oder was? Nö, das nicht. Wie gesagt, 8 Stunden gehst du arbeiten, dann kommst du nach Hause. Ja, gewonnen, um 10:30 schön. Und dann macht er noch mal, dann macht er eine Nachtschicht. Dann geht er um 3 erst ins Bett. Nee. Nein, ich werde Montagabend mal reingucken, dann kann der Willi mir erste Schritte beibringen im CV. Wie gesagt, ich muss mich nur an die Steuerung gewöhnen. Da, wie gesagt, ich spiele es ja auf dem PC. Aber mal gucken. Also es kamen jetzt Brandbomber und Torpedos, ne? Mhm. HE-Bomber und Torpedos, HE-Bomber, ja. HE-Bomber, ja. Ja.
Antworten. Aber finde ich ja gar nicht mal so schlecht, die HE-Bomber. Ja, da würde ich dann, glaube ich, nur HE-Bomber fahren und erstmal die ganze Flak von euch brav machen. Weil viele haben ja schon geschrieben, ha, dann kommt die Flak zum Einsatz. Dann habe ich nur gesagt, ja, HE lässt grüßen. Oha, Roma ist aber auch gut bestückt. Ja, weiß ich. Flak. So wie das aussieht. Die Flak ist nicht so gut von der Roma, wie, nee, wie man denkt. Das steht sogar in ihrer Beschreibung. Ah gut, deshalb hat sie eine Fritz-X-Bombe kassiert. die Vanguard. Freust dich schon auf den Buff? Kriegt er jetzt wieder die Vanguard. Nein, die kriegt einen Buff. Hab ich mitgekriegt. Was kriegt denn die für einen Buff? Guckst du nicht unsere Videos? Doch, aber ich hab nicht immer alles mit. Stimmt, Raketen haben wir auch gepennt. Nicht, ja. Ja, die Vanguard bekommt nochmal einen Genauigkeitsbuff. Klappt 2, irgendwas Prozent. Wird sie nochmal genauer. Mhm. Die Heilung wird nochmal verbessert. Boah. Warum? Weil hier auch keiner spielt. Ja, weniger. Aber ich finde es gut. Ich finde die kein schlechtes Schiff. Du darfst, Willi. Ist das dann wie bei der Concorde, dass man die dann wieder von 0 auf 100.000 bringen kann? Viel. Dass du über die Hälfte des Schiffes wieder reparieren kannst. Ja, so wie bei der Nelson. Die Nelson kann das ja auch. So. Ach, Raketenflugzeuge gibt es. Pass mal auf. Irgendwann das tun wir, gucken wir dann Wargaming. Auf einmal verkündet Wargaming, ich sag nur April, jetzt, ja, Wargaming. Ja, wir machen eine Fusion mit Gaijin. Oh oh. Willi. dann gibt es Raketenflugzeuge. So, ab nach A, oder? Wir haben eine legendäre Runde erwischt. Ah, schon wieder so kacke. Boah. Wir sind schon wieder auseinandergerissen, ey. Alle drei woanders. Conqueror, Yamato, ei. Das wär's doch, ey. Gaijin und World of Warships. Das ist so wie nie. Was träumst du nachts? Eine Fusion, ey. Und dann, was? Wieso? Warum? Was ist da los? Na, gucken wir mal, was bei uns schränkt. Irgendeine Firma hat doch hier auch, das war doch Microsoft, ne? Hat doch hier von, hat doch eine Riesenfirma gekauft. Jetzt haben doch alle PlayStation-Spiele Angst, dass es da kein Skyrim mehr gibt. Ach, juckt mich nicht. Das könnte, Gaijin oder WG auch passieren. Dass irgendeine Firma kommt und sagt, pass mal auf, nee, wir bieten euch, was weiß ich, 200.000. Da verstehen sie finanziell zu gut da. Also Runde Yamato, sagen, ja, können wir auch noch machen heute. Ja, was im Moment ist mal so, durch den scheiß Corona kriegst du ja sowieso nicht alles so mit, aber es sind schon irgendwo kleine... sind ja schon irgendwo kleine Gaming-Labels aufgekauft worden von großen... Seid denn ihr? Ihr seid ja ganz woanders. Ich stehe schon wieder alleine. Ja, ich komme zu dir, Sven. Ja. Ja, ich muss sagen, Fallout-Macher sind aber selbst schuld, dass sie aufgekauft worden sind. Die haben sich ihre Chance. Oh, scheiße. Also das Fallout 76, das hätten sie nicht sparen können. Ich wollte mir das eigentlich auch erst kaufen, aber dann habe ich mir Videos angeguckt, auch jetzt mit dem neuen Update und alles. Nee, weiß ich nicht. Ich habe eine Yamato hier. Werd da nicht warm mit. Das Spiel ist auch Müll, ganz ehrlich. Vor allem, wenn du das dann liest, dass da so viele Spiele sind, die dich da nur vom Server runterhauen. Du kaufst ja Spiele als Neuling und wirst dann sofort von solchen Overpowered-Gamern da runtergehauen. Finde ich scheiße. Sowas. Aber wo Sven und ich ein Auge drauf geworfen habe, da habe ich jetzt auch Infos gehört, das wurde doch nicht verschoben, Sven. Mhm.
Das soll im Frühjahr kommen jetzt. Also Februar, März. Okay. Ja, das wäre ja nett, ne? Da gucken wir auch mal rein. Die Streuung wieder. Eine Streuung. Was ich mir gerne gewünscht hätte für unsere Community hier, also für die Sony-Spieler, was auf Xbox auch erst schlecht lief und dann gut lief, ist Thief of Thief, oder wie das heißt. Sea of Thieves. Dieses Piratenspiel. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, Xbox only, oder? Ja, das ist Xbox, genau. Das hätte ich mir auch für die Konsole, also hier für beide Lager gewünscht. Da würden das wäre bestimmt noch. Das wäre ja bestimmt dann lustig hier unten, ja. Also ich finde, einen Genauigkeitsbuff braucht jetzt nicht unbedingt die Vanguard. Ist immer noch sehr präzise. Ich habe jetzt gerade voll auf die Yamato geschossen. Nicht mal einen Kratzer. Oh, endlich Brenzer. Mein Gott. Und bist du raus, bist du raus, bist du raus? Ah, genau. Verzeih. Nein. Sonst wenn ich. Oh, schlag mich jetzt gleich neben dir. Mhm. Ja, ist die Yamato steht hier. Aber ich kann sie im Moment nur mit HE beschießen. Ja, ich habe die ersten 4000 gemacht auf die Yamato. So, wollen wir mal ab. Wir sind so ich langsam. Hau hier nur die Flak kaputt. Was mich nur ein bisschen neugierig macht, ist, wenn die Flugzeugträger reinkommen. Mal gucken, auf dem PC sind die ja so auch angeordnet von Stufe 1 bis Stufe 10. Gut, wir haben sie bis Stufe 7. Ich bin mal gespannt, was auf Stufe 7 dann für ein Flugzeugträger kommt von den Nationen. So, Yamato also bei dem Deutschen weiß ich, wird bestimmt Premium die Kraftzeppelin auf jeden Fall kommen. Das ist dann natürlich schon klar. Ach, die ist auf dem PC, was ist denn die 8er, oder? T8. Würde ich sogar vielleicht vermuten, dass die ein 6er wird. Man weiß es nicht. Die Kraftzeppelin? Nee. Mhm. Bin ich auch schon. Glaube ich auch nicht. Wäre dir viel zu imber. Und wer soll dann auf Siegen kommen von den Deutschen? Da gibt es jetzt nicht so gute. Na gut, PC hat ja jetzt auch einige, ja, bekommen. Flugzeugträger, Deutscher. Das gängigste ist doch die Kraft Zeppelin, die Kette. Die das Kette ist ein hier. Premium. Kraft Zeppelin. Ja. So, kann Yamato brennt nochmal. Jawohl. An das komme ich dir nicht bei. Ich weiß gerade gar nicht. Was war's? C8. Ich sag mal so, vielleicht kann auch die Kraft Zeppelin als Eventship reinkommen. Schon wieder vier Schiffe verloren, sein. Ja. So oder so, ich will mir. Das ist ein Schiff, was ich unbedingt haben möchte. Baltimore fährt wieder weg. Dann schießen wir auf die Yamato. Für die Schütze, guter. Hast du die in Brand gesetzt? Ich. Kriegst du wieder nichts ab hier, fährst du nur hinterher. So, ich habe meine 100.000 geknackt. Nein, wir gerade bei 40.000. Das war schwer, ja, Yamato frontal. Kannst du nur mit HE ballern. Ja. Baltimore haut nur ab. Oh, Kacke, Zerstörer. Wie hat dir das aufgefallen? Scheiße, der fährt mich an. Oh, jetzt geht er zu. Das ist nicht gut. Nee, ist noch offen. Ah, da kommt die Dorfs und ich nehme Alstenfrei mit. Boah, jetzt pfeift mein rechtes Ohr. Au! Nein, es geht alles im Berg. Das ist ein Witz. So, die ist raus. Experte. Wir sind die Letzten.
könnte einer zu mir kommen. Ah, schade. Autsch. Scheiße. Wollen wir uns die Baltimore noch holen? Mhm, können wir machen. Oh, ich muss eindrehen. Sorry, Sven. Ah, habt ihr schön getroffen. Oh, au, 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 au. Was war das denn jetzt? Oder die Waldfee. Da ist er. Oh, Breitseite. Das war's jetzt. Wenn du sie triffst, ist er weg. Könnte gut sein. Jo. Ach, schon wieder eine Frontale Yamato. Ach du Scheiße. Schön kuscheln. Jawohl. Oh, guck mal, Bismarck und Roma, auch ein hübsches Bild, oder? Ja, Roma ist schon ein hübsches Schiff. So, komm. Penetration. Oh, wie hat die denn jetzt gezielt? Ja, die ging ja direkt über uns drüber. Glück gehabt. So. Also, wenn es einen Forschungsbaum für die Flugzeugträger gibt, dann wird es wahrscheinlich die T8, wird's, also hier T7, die Parsival werden. Mhm. Oh, die schießt auf mich jetzt. Das war's natürlich. Weil diese T8 bei PC. Oh. Ich kassiere einen, Willi. Oder? Ja, ah, gucke hier, wie ich das gemacht habe. Meiner italienischen Schönheit hier. Junge! Ach, du bist so voll. Da juckt dich doch ein Torp nicht. Oh, Willi Kiering. Ach du Scheiße, die wollte ich nicht hier haben. Schwerer Treffer auf die Kiering. Ah, jetzt kassiere ich ein. Ja. Ja, gegen den Zerstörer haben wir keine Chance. Ich bin jetzt gleich weg, Sven. Mhm. Wo bist du hin? Ich treffe das Kackfest. Vorne 10, hinten 8. Das war's. Nein! Willi! Ja, ich hatte alles. Ich hatte Wassereinbruch, 4 Brände. Komm, ramm sie raus. Kamikaze! Banzai! Nein, er überlebt! Er überlebt! Guten Abend, Wolfgang. Ne, da gibt es schon ein paar Unterschiede, just for fun. Also größter Unterschied ist hier, es geht nur bis Tier 7 bei uns. Ja, PC hast ja Tier 10. Und alles ein bisschen vereinfacht. Ich glaube, die Kapitänskillung ist alles, das ist alles ein bisschen einfacher gehalten. Die Spawns sind ein bisschen anders bei uns. Wir spawnen ein bisschen weiter vorne als, mal guck, erster. Genau, also das der einzige Unterschied vom PC-Spiel und Konsolenspiel ist, die Karten sind auf beiden Systemen gleich, auf dem PC genau. Und nur unsere Spawns sind weiter vorne. Genau, die Spawns sind weiter vorne, wie Sven gerade schon sagte. Oh, schöne Runde mit der Roma. Noch eine Yamato weggerammt, jawohl. Ah, der hat's überlebt. So, jetzt machen wir eben einmal kurz PP. Splatnik LP. Ja, Grüße. Guten Abend. Pinkelpause. Guten Abend, Lulu Aqua. Was, Pinkelpause? Da Willi wieder mit seinen Konformantenbläschen. So, dann fahren wir mal das Gegenstück zur Roma. Die Giulio Cesare. So, was haben wir denn? 49,8. Ja, Road to 50 Millionen, Freunde. Da haben wir mal einen Booster rein. Und wenn wir eine gute Runde haben, dann... Ach
Achso, das geht ja wieder nicht. Aha. Machen wir ihn. Halt, halt. Da wollen wir hin. $50 Millionen. Geht aber hoch. Ja, World of Warships Blitz habe ich nie gespielt. Bin nicht so der Handy- oder Tablet-Spieler. So, ich will gleich mal eine Runde Concorde fahren. Was, Concorde? Hm, gleich mal eine Runde. Eine Legendenrunde. Ach so, ja, das können wir auch mal machen. Gehen ja Montag auch raus, da fahre ich mal die... Den Feuerteufel. Wer ist Feuerteufel? Die Enterprise, ja, wenn ich sie hätte. auch ein schönes Schiff. Die Jeanne Bart, ja, können wir auch fahren. Yamato Jeanne Bart. Fünfer. Willst du mich hochziehen, Panda Bär? Ja. Eieiei. Wenn, ja, wenn du schon ein OP-Schiff spielst, dann musst du auch gegen stärkere Schiffe spielen. Ja, jetzt komme ich bestimmt in Sechser-Effekt. Ja, eben. Mach Fünfer rein da. Lass gehen. Ich meine Vierer. Komm, zack, zack. Ja, warte. Genau. Vierer. Giulio Cesare hört sich wie eine neue Käsesorte. Ich könnte die fahren oder Vierer. Aber ein sehr gutes Schiff, die Giulio. Sehr gutes Schiff. Ach komm, die haben wir auch schon lange nicht mehr bewegt hier. Die müssen wir auch wieder in Bewegung setzen. Das knallt. Jetzt gibt's Delle in die Gewürzgurke. Max Immelmann, genau. Gibt's auch ein CV. Mhm. Das Einzige, was mich interessiert, nicht die CVs, die, ne, aber was mich mal wirklich interessiert, wir kriegen ja auch Kapitäne, da bin ich echt mal gespannt, was die für Perks haben. Mhm. Da bin ich echt drauf gespannt. Und auf gut, schade, dass wir diesmal nur die Japaner und die Amis kriegen. Wargaming, beim nächsten Mal, wenn irgendwas mit Deutsch kommt, am besten mal Deutsch als erstes und nicht immer die Amis und die Japaner, ne? Buh, 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 oh, 4 Zerstörer. Ich frage mal meinen Bruder, ich muss mal bei meinem Bruder gucken, was die da für deutsche Kapitäne haben, was für, was stimmt, für deutsche Namen. Muss ich schon mal gucken. Zento? Ach, das ist unsere Lieblingskarte. Pronti. Alle mal nach links. Was haben wir denn schon? New York, Emily Martin. Oh, Gegnerteam hat nur ein Schlachtschiff. Gut, niemand weiß. Ich hoffe, du spielst irgendwann, Thunderbär, auch mal den Arena-Modus. Dann kriegst du den Schaden. 33%, sag ich. Stimmt. Dann wirst du weggedroht. Aber du kriegst dann auch keine EP, ja, Willi? Nicht ich, der Thunderbär. Ne, du auch nicht. Wenn du, ach so, also, weil er jetzt getoppt hat, ja. Ja, natürlich. Ah, das eine Mal jetzt. Unfriendly Fire. Nicht getroffen. Jawohl, zieht da. Sehr schön. Nächste Zita. Easy. Ich feuere mal auf die Kirov. Hier auf die Yahagi. Oh, die ist hart. Zita. Boom, Zita auf die Kirov. Oh, wir verteilen hier Zitas jetzt, oder was?
Der Lachs lebt. So, die ist schon weg. Sehr nein, schön. Nein, und sie klaut mir den Kill, die Potsau. Na, na, na. Oh, hier. Oh, Emily Bertin. New York. So, Salve ist raus. Oh, kommt immer bitte mit, oder wie sieht's aus? Ach, ich krach schon wieder in die Insel. Ich nehme, Kirov sollte rausgehen. Oh. Ja, Kirov ist raus. Der Kakanin kommt. Ach du Scheiße, ich hab hier zwei. Oh. Oh, die Kakanin. Minekase ist bei mir. Nochmal abgedreht. Oh, schöner Treffer auf die Minekase. 6000. Schön. Das mit AP. Sehr schön. Ist raus. Ja, wunderbar. Badaccio. So, New York, dann unterhalten wir uns mal. Ich schalte mit auf die New York. Guten Abend, Among Us. New York fährt vorwärts. New York die ist so schön, genau, die Giulio. Ah, liebe dieses Schiff. Jawohl, schöner Treffer. Was haben wir da noch? T22, da ist eine Emily Bertin. Oh, die fährt Breitseite. Zita. Incrociatore nemico distrutto. Jawohl. So, New York, wo bist du denn? Die versteckt sich. Fährt wieder zum Cap. Neben uns Zerstörer hier. Ja, kümmern wir dich da drum. Ich als Schlachtschiff. Ich bin schon dran. Negativ. Ja. Ich gehe jetzt auf die New York. T22 ist raus. Sehr schön. Ich gehe auf die New York. Och, guten Abend, Felix. Na, kommt Spitz auf mich zu. Okay. Mexiko. Nee, New York ist das da hinten. Bin offen. Vom Zerstörer. Sind noch zwei drin? Ja, sage mal, wie viel haben wir denn hier drin? Insgesamt vier hatten die Gegner. Zwei haben sie ja, ich noch. Bin nicht, du musst mal zu mir kommen. Ich habe hier, glaube ich, einen Zerstörer. Ich habe gerade hier Torpedos in meine Richtung abgewehrt. Bin immer noch offen. Ich fahre Richtung A. Ja. Ah, da kommen sie schon wieder. Oh. New York brennt. Sehr schön. Hallo. Ich brauche mal hier. Ich bin Hilfe. Unterwegs. Da will ich. Blut. Was fährst du denn überhaupt, Willi? Die Kongo. Dümpelt da ganz dahin rum und braucht Hilfe. Alles klar, Sven. wenn du gleich mal da ein Zerstörer hast, dann sage ich auch, warte mal, ich komme gleich. Immer dich. Hm? Scheiße, ey. Hälfte meiner Energie schon weg, ihr Mann. Ich bettel mich mit der New York. Du musst mal hier hinkommen. Nicht wegfahren, New York. Was macht er mit der Königsbett da hinten? Du sollst dich hier um den Zerstörer kümmern. Das ist deine Aufgabe. Oh, Zerstörer. Oh, Hotnik. Ich bin doch schon unterwegs zu dir. Ja, wo denn? So langsam wie du bist da. Ah, mal Galle. Ich musste drehen. Ah, da kommt schon wieder Torps. Secondary. Nein. Torpedos. Hilfe. Kacke.
Türmchen dreh. So, ja, guck mal, oh, Nick raus. Da, Nikaros. Ja, da, die hat mich gerade getorbt. Kümmer dich. Deine Aufgabe. Ja, ich bin doch unterwegs. Da will ich nur abschreien, da. Ruhig, Blut. Als japanischer Kapitän muss man das. Ich kann natürlich nicht auf Japanisch fluchen. Das hört sich dann bestimmt noch geiler an. Genau, Felix. Das ist PS4. Hm. Ah! Was hast du denn jetzt? Du bist doch in Sicherheit. Du kommst doch jetzt hinter deiner Ecke. Drei Schiffe, 60.000. Wegen dir sind 60 Seemänner gestorben. Oh, ich denke, ein Stündchen machen wir noch, Max. Wie hast du auf deinem Gewissen? Nö. Ich brüll. Mein Gewissen ist rein. Wo ist der Sven? Wo dümpelt der denn schon wieder rum? Da ist er. Warte ab. Jetzt gilt's. Fertig machen zum Gefecht. Banzai! Oh, alle vier Zonen. Ich glaube, der Zerstörer wird nichts mehr machen. Oh, da ist er, da oben. Komm nochmal. Oh, da ist er. Ikarus ist offen. Getroffen, brennt, ohne Ausfall. Da ist er. Ah, jetzt nicht mehr. Na, wir haben gleich 1000 Punkte. Das war ein großartiges Gefecht. Das war ein großartiges Gefecht. Nee, ich glaube, das war's. Oder? Ich glaube nicht, dass er nochmal aufgeht. Noch in deine Richtung Torpedos. Pass mal auf. Mhm, kann passieren. Zielsuchende Torpedos. Jawohl. Na, das war nicht weit genug vorgehalten, Menno. Ach, schade. Aber schönes Rundchen. So, haben wir denn die 50 Millionen jetzt? 328.000. Erster, gucke. Jawohl. Jawohl, 50 Millionen. Willst du 30 Millionen abgeben? Ich kann ein bisschen Credits gebrauchen. Nix da, alles meins. So, jetzt packen wir mal die dicken Dinger aus, Willi. Legendär. Das geht nicht. Nix legendär. Der Willi geht stellt nicht. Sich wieder quer. Ja. Mach rein da. Mach deine Go-First rein. Nein, mach ich nicht. Ah. Aber der nächste Runde dann. Ah, Junge, ey. Wir sind nur gezwungen, ey. Jawohl. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe den Willi hier am Stuhl gefesselt. Bei mir. Oh, warte. Nee, nicht wirklich. Ah, ich habe keine Booster mehr. Scheiße. Muss ich mal wieder ein paar Booster rausnehmen. Klingelingelingeling. Bang, bang. Oh, warte mal, den Kapitän, den brauchen wir ja nicht mehr. So, komm raus. Habe ich denn da noch was für? Warte mal ein Weilchen. Also, was ich auf alle Fälle testen werde nächste Woche, ist die Texas.
Die nehme ich mal mit. Geht wieder nichts. Ich habe zu wenig Farbe. Scheiße. Ja, dann macht der Panda, der Tim mal eine Abschlussrunde jetzt hier mit und dann kann der Max noch mal mitfahren. Können wir gerne machen. Dann fährt der Max danach noch mal mit. Können wir machen. Und ich freue mich, wenn dann deine Flak in voller Alarmbereitschaft ist und dann das HE hagelt. Und dann du mit der Flak schießen willst und oh, meine Flak ist ja kaputt. Was lacht ich? Fahr dann nur noch, ich fahre dann nur noch Zerstörer und versteck mich vor dir. Es ist egal, Freund oder Feind, alle Zerstörer in dem Spiel werde ich jagen. Das habe ich versprochen. Auch dich. Ja. Wenn ich dich sehe, boah, da. Dann werde ich nur auf die eine Person sehen. Was macht denn der Flugzeugträger da? Der geht ja nur auf den Zerstörer. Was ist da mit dem los? Ja. Das habe ich bei meinem Bruder auch gemacht. Ich bin auch immer zu den Leuten immer geflogen, die mir so ja, vom Namen her was gesagt haben, hab mit denen geguckt und dann bin ich die angeflogen und dann hat mein Bruder jedes Mal, wenn ich dann aufgehört habe, hat er in sein Postfach geguckt und hat dann immer beschwert, du bist ein Spinner, bist du immer nur auf mich. Ja, der wurde dann vom Wargaming schon zwei, dreimal verwarnt. Also er hat es dann beweisen können, dass er das nicht gemacht hat. Weil viele haben ihn auch, was ich Cheater beschimpft und sowas, weil ich da gefahren bin. Das fand ich auch so ein bisschen daneben. Auf dem PC hast du sowas. Ja einen Ingame-Chat, ja, auch klar. Ja, genau. Da wurde ich, da, also ja, ich bin ja für meinen Bruder gefahren und dann jedes Mal, oh, schon wieder so ein CV-Junkie, ey. Und dann jedes Mal, wenn ich dann ein Schiff zerstört habe, ist das scheiße. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, wir haben noch keine 10 Uhr. Ne? Da wurde es dann richtig beleidigt da. Gehen die drüber? Nee, tun sie nicht. Schade. Hast du hier jetzt mal immer schön dicke, fette Beleidigungen im Chat gesehen? Ah, nix offen, nix offen. Alaska! Oh, da ist doch eine Wooster. Doch, bei mir hinten, Sven. Amagi bei mir. Guck mal hier rüber. Worcester. Oh, die fährt Breitseite. Ah, da mache ich doch wieder nur Oberpens mit meinen 460er. Ich bin der Einzige, der hier steht, oder was? Ja. Ja, Doppel-Zitadelle, die ist fast weg. Oh, oh, schön. Oh, 34k mit der ersten Salve. Ja, moin. Oh nein, Malfi. Alaska ist da auch noch. Ach, ich liebe diesen. Ich krieg da jedes Mal Gänsehaut. Dieser Kanonensound ist so episch. Jetzt gibt sie Gas. Ja. Na, ich bin mit der Yamato nie warm geworden. Echt? Ich finde die klasse. Ich finde die klasse. Darfst nur nicht Breitseite zeigen. Da ist er. Bisschen anfällig, aber sonst. Ich komm nirgendwo dran, ey. Das ist einfach. Alabama? Oh ja, Bismarck. Wer fährt denn da schon wieder Breitseite zum Gegner? Ich nicht. Wer fährt denn die Conqueror? Ich glaube, wir müssen nochmal auf die Akademie. Ja, schön. Oh, die steht. Doch, jetzt kommst du in die Ecke hier und alle Schiffe zu. Das ist doch ein Witz. Ich stehe spitz. Vor mir ist da so ein komischer Yamato. Bismarck? Yamato, mach mal Platz. Rückwärtswärtser. Ob die dicke Kur führst wow. Jetzt. Mach sie erstmal. Wir haben unser erstes Schiff verloren, ja, wenn man da so reinfährt. Achtung! Alabama fährt Breitseite, Sven. Ich schieße. Vor uns steht noch ein Bismarck, denkt dran. Ja, 20.000. Nein. Ja. Denk dran, wir haben noch eine Kurfürst in der Seite. Aber das war eine Zita.
Boah, Chester, Mann, die muss jetzt mal raus. Jawohl! Hä? Amagi. Mhm. Da, Bismarck. Willi, Bismarck. Geht die wieder zu. Statt mal Flieger. Alabama kommt wieder raus, Sven, vor uns. Oh ja. 12 Uhr. Muss noch. Amagi kommt da raus. 3000. Was haben wir? Oh, Kurfürst kommt auch rum, ja. Oh, Breitseite, Willi. Seh's. Oh, yeah. Da machst du nicht viel Schaden, Kurfürst, wenn ich angewinkelt fahre. Ja, das war's. Ich bin jetzt raus. Ich fahre nicht weiter vor, Willi. Bleib stehen. Lass er kommen. Ey, was nur Oberpens hier, ey. Ah, ich freue mich. Also ich muss sagen, ich freue mich, wenn die Conqueror endgültig ins Spiel kommt. Die macht Spaß. Gut. 17.000, Kurfürst. Hat geschmeckt, hä, Kurfürst? Hat geschmeckt. Oh, guck mal hier. Millimeterarbeit bei dir. Jawohl. Fährt so spitz. Das ist mit der Bismarck da vorne, da, die fährt auch spitz. Hm. Geh vielleicht gleich mal auf HI. Alaska kommt auch wieder raus, wie es aussieht. Ah, 4000. Ja, Alaska feuert auf uns, Willi. Oh, sehr schön. Nein, und ich fahre jetzt vorwärts. Willi, jetzt ein Torp. Ja. Ganz schnell gestoppt. Man ist noch nicht verloren, das Ding. Kurfürst kommt, die ist angenockt da drüben. ...6000 von da. Witz. So. Boah, guck mal, wie dicht die Schüsse liegen. Geil. So, ich gehe mal auf HI. Wir haben zwei Zonen im Moment. Na, ich glaube, die wollen nicht versuchen wegzurammen. Komm zurück, Willi, fahr zurück. Lass den nicht wegrammen. Brauche dich noch. Dein fetten Bot. Ah, Doppelbrand geht ja, gibt's ja gar nicht hier. Ah, da kommt es hier wieder durcheinander, ja. Hm.
Ja, wir binden aber die zwei Bismarck. Mal gucken, was die anderen da machen. Das ist schon ganz gut. Solange die sich mit uns betteln da. Kurfürst dreht breit. Ich habe noch 21 Sekunden. Ich lade um auf AP. Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen eindrehen hier, sonst war es das gar nicht. Na, die vordere will mich wahrscheinlich rammen. Ich schieße jetzt auf die Kurfürst, Willi. Ja, die Bismarck will dich. Die will dich auf jeden Fall wegrammen. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Oh. Bismarck. Never ever. Das war nix. Ah, ich hab Wasser ein. Kann ich ja stoppen. Okay, nächste Salve geht auf die Kurfürst. Der fährt schon Breitseite. Ja, die hätten von mir jetzt ein. Weg, jawohl, hier. Ja. Das war ein dämlicher Move von der Bismarck. Ja. So. Ja, dann schöne Runde. 172.000. Vielleicht kriege ich noch einen schönen Schuss auf die. War die Bismarck noch gut voll, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber die hatte noch ein bisschen was, ja. Der Christian hat schon geschrieben, ey. Yamato alla Jamban. Ja, Sven, alla Jamban. 8000, ja. Ja, 181.000. Da kann man nicht meckern. Wie viele Schiffe hast du jetzt gekillt? Zwei, drei? Zwei. Andere würden wieder sagen, ja, nur rückwärts fahren, ne? Ja, was willst du in dem Fall machen, wenn zwei Bismarck auf dich zufahren? Gibt halt Situationen, da ist rückwärts fahren, ne? Geht's halt nicht anders. Na, Alaska komme ich nicht mehr ran. Schade. Ah, schöne Runde. Oh. Knapp 200.000, 180.000. Schönes Ründchen. Jo. Ups. Ah. Ein schönes Ründchen. Ein bisschen Minus gemacht. Na egal. 171.000. Sturkopf, Großkaliber. Ah, das hätte sie nicht machen sollen, die Bismarck. So, der Willi wollte Sechser fahren. Dann mache ich mal Platz für die. Genau, da kann der Max nochmal mit rein. Wie sieht denn unsere Siegquote aus heute? Ja, ja. Durchwachsen, würde ich sagen. Was geht eigentlich? Oh. Ah, Yamato, wirst du Spaß haben, Willi, wenn du die hast. Wenn man dann Doppeldivision Yamato, das ist schon. Da wird aber nicht nach rückwärts gefahren, da wird vorwärts gefahren. Aber hallo, ey, dann werde ich bei dir aber den Rückwärtsgang da irgendwie rausradieren. Sprach so selber mit rückwärts gefahren. Ich weiß. Ja, wenn sie andauernd mit zwei, drei Mann immer auf dich feuern, dann bist du auch ruckzuck weg. Ja, guck mal, wenn wir da vorgepusht werden, Massachusetts will er fahren. Wenn wir da vorgefahren wären, dann hätten wir da von der Seite noch Feuer bekommen. War schon gut so. Das weiß ich doch. So, Jean Bart war noch gewünscht. Kann ich ja wieder rückwärts fahren. Jambat? Och nö, ey. Ich hab mich so gefreut, wenn die Mützen sehen und dann kommt dann sowas. Oder Richelieu. Ne, ich fahr Richelieu. Ich fahre Richelieu. Tschüss, Wolfgang. Gut's Nächtle. Ja. Mach es gut.
Allein der Kanonensound von der Yamato ist. Ah, kriege ich jetzt mal Gänsehaut. Du wirst sie lieben, Willi. Du wirst sie lieben. Ah, oh, unsere Lieblingskarte. Och, ey, schon wieder. Hallo? Hallo? Alles nach links? Jawohl. Boah, ich stehe ziemlich weit. Ist kann ich. Muss aber erstmal typisch französisch ein Stück nach hinten fahren. Ja, wie immer. Ja, sonst krache ich in die Insel rein. Das weiß ich doch. So, ich auch jetzt. Ich drehe jetzt erstmal und dann nehme ich die Füße in der Hand und bin weg. Dann mache ich TTP, mache ich dann. Ganz schnell weg. So, gib Gummi, Richelieu. Gib Gummi. Fährt der Sven mir noch rein? Gibt's da gar nicht. Deutscher Big Mac. Was? Ja, die Gneisenau. Deutscher Big Mac. Okay. Ich bin offen. Boah, schnell weg vom Sven hier. Schnell weg hier. Jetzt frisst er. Frisst er Willi die Schelle. Ja. Da. Ach du Scheiße. Oh, eine Cleveland. Alte Feuerspucker. Die Runde wird eh klappen für mich. So. Gehring und Chemikal. Doppelt. Ja. Jetzt geht's ab hier. Kümmer dich, da ist eine Cleveland. Mach sie kaputt. Jawohl. Gesehen und geschossen. Und was ist da in New Orleans? Da schieße ich gleich drauf. Halt mir die Cleveland vom Hals. Schießt auf beide gerade hier. Ich treffe wieder nix. Oh, mein oh, oh doch, 5000. Ich hab wieder Schwabbel, ey, Willi. Da musst du, hast du was zu trinken da? Musst du mal trinken da. Oh, Cleveland hat schön kassiert. Oh, gib mir noch einen Schuss auf die Cleveland. Bitte, 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 bitte. So. Du hast Schwabbel-Aim, ich habe überhaupt keinen Aim. Ja. Ich ziele die ganze Zeit und treffe nichts hier. Was ist da los? So, haben wir noch was hier irgendwo? Nee, ne? Das da hinten? Okay, da. Komm, Sven. Ab nach C. Hier war doch noch irgendwo C die willst du. New Orleans. Oh ja, die ist hier. Ah, hier. New Orleans. Da hinten kommt sie. Nehmen die schon mal ein. Die kommt gleich raus, Sven. Oh, eine King George. Mhm. Hab ich gesehen. Aber die New Orleans macht mir eigentlich keine Angst. Dann gehe ich mal. Oh, da geht sie wieder zu. Ich habe auch keinen Flieger, das ist irgendwie... Cleveland auch kommt auch zurück, wie es aussieht. Du kommst jetzt nicht raus, oder? Ah, ich bin offen. Shit. Da ist er. Na, jetzt habe ich geschossen. Zita, Doppel-Zita auf die New Orleans. Cleveland noch mal aufgeben würde, wäre ich dankbar. So, die New Orleans versenke ich jetzt. Dann geht's auf die King George. Ey, jetzt gehst du nicht zu, oder was? Was ist da los?
Elle. So, melde, New Orleans versenkt. Ich habe hier eine Mitdauerzerstörung. Oh ja, Cleveland, komm. Tu mir den Gefallen, Cleveland, tu mir den Gefallen. Nein, ich lasse stehen. Ah. So, Cleveland sollte raus sein, oder? Ja, Cleveland ist raus. So. Nein. Och, eine Jambat. Oh, dann drehe ich mal lieber ab. Ich gehe mal nach C. Bin ich auch gerade. Oh, da kommen schon wieder Torps. Ich habe vor mir einen Zerstörer. Nie. Ah. Du müsstest, nein, komme, müsstest mal zu mir kommen. Ja, sehe sie. Ein Kassier. Da ist er. Akatsuki. Direkt neben mir. Er geht natürlich zu. Ach Mann. Hast du Radar oder sowas? Nee, ne? Nein. Shit. Meins ist gerade ausgelaufen. Nein, ich muss weg hier. Solange der Zerstörer, solange ich keinen Support habe. Ja, ich bin jetzt bei dir. Ich bin neben dir. Denk an die Messe zu, Shit, Willi. Oh ja, ich bin offen. Shit. Oh, das. Oh. Schnell weg hier. Uiuiui. Na, da kommen sie schon. Ah, ich lenke rein. Ach, Mist. Schiff, fahr zu. Du musst mir den Zerstörer, du musst da reinfahren in den Nebel, Willi, sonst der macht mich ja kaputt. No. Weil sonst überlebe ich das nicht wenn lange. Wenn mich jetzt nicht meine ganzen, wenn mich die ganzen Schlachtschiffe hier nicht ärgern, dann schaffe ich es. Nee, das überlebe ich nicht lange. Jetzt kommt die Gneise noch, die droppt mich raus. Hab ihn. Mhm. Na, die Gneise noch droppt mich jetzt raus. Da kommen sie. Das war's für mich. Keine Chance. Ach, du hast auch Torps, Willi. Oder? Ich hab sie gerade schon abge. Ja, ich hab. Ja. Hast du Nebel? Hab ich auch, ja. Dann nebel dich ein. Besser. Weil sonst. Weil dann kannst du da drüben die King George noch mit bespaßen. Hau Torps noch mal raus. Wow. Ja, einer könnte. Ja. Sehr schön. So, jetzt auf die King George da hinten. Feuer frei. Ah, guten Abend, Iowa. Ah, war die Gneisenau. Die gegnerische, denke ich mal, oder? Danke fürs Raustorpen. Von Kobi in der Richelieu, wa?
kommt ja noch die Belfast, auf die hätte ich Lust. Bei mir ist es halt ein Platzproblem, ne? Sonst hätte ich mir schon einen Flugzeugträger geholt von Kobi, aber ich habe keinen Platz. Na, jetzt fehlt da die Aufklärung, ne? Das sowieso, ich habe noch 34 Sekunden. Ich bleib so lange jetzt erstmal noch im Nebel. So, heile mich nochmal in Ruhe jetzt. Ja, Ruhe. So, da verändert sich auch deine Farbe wieder, ja? Wenn du dich heilst. 9,7 Sekunden so und jetzt bin ich raus. Jetzt geht, da ist er. Oho, ich würde eindrehen, Willi. Rats ab. Ja. Ja, frontal wirst du da nicht viel Schaden machen. Da ist noch eine. Autsch! Ja, das war die Messe zu Schütz, nehme ich an. Gleich stoppt der Willi. Oh, jetzt geht er noch tot, ey Mann. Willi, ich guck schon mal aus der Fliegerperspektive. Ja, wieso bin ich nur noch ein Zerstörer hier? Oh, oh. Ui, ui, ui. Wo kurfst du rum? Wo bist du? Oh, die Lyon hat auch nicht mehr so viel. Ah. Nee. Da würde ich sagen, ja. Vorne 10, hinten 8. Ja. Stupsi heißt er. Stupsi in der Messe zu Schütz. Komm schon. You are the last one, Willi. Last man standing. 2 Minuten noch, das halte ich nicht durch. Oder vielleicht doch mal einmal wegdrehen hier. Nix da, wegfahren. Doch. Sei ruhig da. Wann ist der Nebel wieder ready? Jetzt gleich. Mal die fährt spitz auf dich zu, das ist das Problem. Wenn sie dich einmal richtig trifft. Ja, du kriegst da. Ja. Solltest dich gleich einnebeln. Muss doch langsamer werden. Erstmal zugehen. So. So, jetzt langsamer werden und dann Nebel. Aber dann siehst du nichts mehr. Das ist das Problem. Also, solange ich wegfahre, ist alles gut. Komm sogar noch an die Messe Schusch, jetzt komme ich noch dran. Aber. Nee, lass es. Die haben eh gleich 1000 Punkte. Ja, das war's. So,
nochmal Nebel gezündet. Überlebt, jawohl, als letztes. Ah, der Christian hier. In der King George war der Christian hier. Aha. Grüße zurück. Fortschritt, Fortschritt. So. Danke, Christian. Boah, Bad Bujoni? Ey, weiß ich nicht. Ey, mit der hatte ich vorhin nicht so. Ach komm, ich fahr mal hier was Schwarzes. Was Feines. Black. Black. The Wolfbite. Müssen wir ja auch mal. Oh. Nördliche Gewässer. Hm. Sehr nice. Da pfeift der Wind wieder. Mhm. So, wo ist der Sven denn? Ich überlege gerade, ob ich A fahre oder C. Ja. Komm mal zu dir rüber. Ne, ich stehe doch direkt neben dir. Lass uns nach A fahren. Ach so, ja. Na, dann fahren wir nach A. Jawohl. Ach so, das ist ja der Kollege. Kollege, wenn du uns hörst, wir fahren nach A. Na, wer jetzt. Blödsinn, wenn er rüberkommt, oder? Lass uns nach A schippern. Oh, reines Fünfer. Ne, einen Sechser haben wir mit drin. Shirazu, ju. So. Katapultjäger. Mhm. Da hinten ist schon was offen, eine Fuso. Oh, die fährt schön. Komm jetzt nicht drüber. Oh, da ist eine Bayern. Oh, ja. Stopp. Oh. Ah, die ist hinter der Insel. Ich bin offen, also haben wir wahrscheinlich einen Zerstörer hier. Nein, das ist nicht gut. So, Dings brennt schon mal. Wer Bayern. Brennt die King? Bayern. So, die Bayern. Okay, A nehmen wir gerade ein. So, Bayern. Lass mich auch mal schießen. Tüdelüt. Jo, wir haben definitiv einen Zerstörer hier. Die Reichweite von der Budioni ist so geil. Mhm. Ich liebe es. Hast du den Ding jetzt drauf? Ja, ne? Gut, Netzhoff. Mhm. Und angezündet. Ach so, du drehst. Oh, 19 Kilometer. Dachte, dass du eindrehst, dann drehe ich mit rein. Doch überhaupt kein Problem. Also, dann gehen wir auf die Bayern, oder? Die kommen jetzt gleich raus. Ja, hier ist Zerstörer. Schirmer zu, you. Oh, die Bayern kommt an mich ran. Das will ich nicht haben. Die Gide vor uns. Das wird dazu. Ist auf Sven Insel, ne? Sag ich dir. Mach ich dreh schon. Bayern kommt rum. Jetzt ist die Bayern wieder zu, ey. So, Fuso brennt wieder. Kann ich löschen. Achtung, Gide, 11 Kilometer. Da brauche ich nicht. Hier die. Oh,
jetzt komme ich dran. Schade, dachte ich, komme rum. Bayern schießt auf dich. Holla die Waldfee. Was? Nur 3000 auf die Bayern? Warum? Was ist da los? Stopp, den Cunningham, den muss ich gleich mal in die Kabine. Haben schon wieder zwei Schiffe verloren. Das Ganze dir nicht ausdenken. Oh, die California fährt Breitseite da hinten. So. Ich verabschiede mich schon mal. Euch ja. Einen schönen Abend. Ihr auch. Bis Danny. Tschüss. So, Bayern. Tschö. Bayern brennt. Schießt nochmal auf Bayern. Hat gelöscht. Ich versuche nochmal einzuziehen, denn er schießt auf mich. Oh, schön. Jawohl, nochmal. 7000 auf die Bayern. Oh, yes. Oh, jetzt schubse ich dich gerade. Entschuldigung. Oh nein, Sven, vor uns. Jetzt müssen wir schieß aber schon, hier. Schieß schon. Ah, treff eine Mumpel, trifft. Ja. Ich hab schon nach vorne gemacht. Boah, schön getroffen. Oh, schön. Jawohl, jawohl, jawohl. Sollte jetzt rausgehen. Ja, sehr schön. Oh, da ist die Gede noch. Badoblim. Auch getroffen, brennt. Sehr gut. Oh, da Torps. Kommt Torps. Ja, Vorsicht. Von der Schira. Oh, Bayern ist gebeached. Willi. Wo ist die Bayern? Ach, da hinten. Ja, ich bin doch da auf die andere Seite, hier auf die Kalifornien geblieben. Schiel ich gerade. Achtung, wieder Torpedos. Ich verstehe das nicht. Wir haben auf der linken Seite hier die Graf Spee. Kaka. Ah, die laufen aus. Sehr schön. Achtung, eine Trento ist auch noch hier in der Nähe. Hallo. Zielen. Bayern brennt. Weiß nicht, ob er löschen kann. Er hat sofort gelöscht. Er hat sofort gelöscht. Ich drehe jetzt direkt rein. Oh. Ja, das war's. Was war das denn bitte jetzt? Hä? Oh, was war das denn jetzt? Junge. Fuso, oder? Wo hast du jetzt hergekriegt? Ich weiß es nicht. Ich war ja noch voll live. Das hat mich jetzt gerade richtig. Ich bin jetzt gerade richtig erschrocken. Kriege ich die nicht raus, das gibt's doch nicht. Ah. Da ist er. Oh, Ziele, Ziele, Ziele.
Das gibt's doch nicht. Wie viel Glück muss man haben? Ach, scheiße, die Kalifornien, die. Ja, das war's für mich. Ja, da musst du auch aufpassen. Na, ich stehe Breitseite zu der. Ja, das war klar. Was macht denn unser Schlachtschiff da oben? Eieieiei. Unsere Bayern steht ja komplett am Kartenende. Ah, schön. Ja, geht. Waren ein paar schöne Runden dabei. Jan. Schöne Runde mit der Yamato 181.000. Eine Krakenrunde mit der, mit was war's, Willi? Mit der Arizona eine Krakenrunde. Also es geht. Ja, genau. Waren ganz gute Ründchen dabei. Waren natürlich auch Runden dabei, wo nicht so... Man kann ja nicht immer ne, Glück haben und gewinnen und alles. Genau, und manchmal weiter. Verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Mhm. Sehe ich genauso. So. Ah. Junge, Junge, Junge. Was wollen wir denn als nächstes fahren? Nehmen wir der Graf Spee. Fünfer. Dann gibt mir da meinen Liebling. Guten Abend, verklickt 85. Auch ein schöner Name, verklickt. Fünfer. Graf Spähnitter. Jawohl. Mit Karl von Müller. Ah, okay. Der Jan war auch in der Runde mit dabei. Hübsch ist er. Hübsch. Graf Spee, hübsch. Butioni hat Sonar. Slizoid. Hat dich zwar gezündet, aber da war ich wahrscheinlich nicht in Reichweite. Oh, Graf so, Spee und die Grass. Ja. Ich habe mal wieder ein bisschen gebastelt. Ah, okay. Ja, deshalb hat das ein bisschen länger gedauert. Du kennst mich ja. Ich guck mir da nochmal die ein bisschen. Wir spielen zwar schon sehr lange, aber so mittlerweile guckst du dir dann die ganzen Perks, die die Kapitäne haben, da doch lieber zweimal an. Was ist vielleicht besser? Könnte das vielleicht noch ein kleines Finzelchen mehr rausbringen aus dem Schiff oder aus der Mannschaft hier? Weil ich habe jetzt mal nicht den Lemonnier genommen, ich habe mir jetzt mal den André Roux genommen. Mhm. Ist ja auch ein Kreuzerkapitän und der hat auch Eigenschaften, die jetzt nicht nur für mich, sondern auch für das gesamte Team. Ja, da sind ja auch Team-Sachen drin. Mal gucken, was das so ein bisschen bringt. Wir schöne Runde. Links, ne? Dreier, Vierer. Schöne Runde. Links, ja, ne? Mhm. Links, ja, links? Ja, ja. Gut. Nur für eine Tarnung, ist das eine neue? Oder? Das ist die Mann, von der Azur Lane. Achso, von der Azur Lane ist das. Mhm. Drehst du schon ein, dann kann ich, dann warte ich noch ein bisschen. Ja, ja, ich dreh schon. Stündchen.
So. So, volle Fahrt voraus. Kurs ist gesetzt. Viel Glück und ruhige Wasser. Jawohl. Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Prost, Willi. Ja, Prost. Ganz vergessen. Oh, ich bin offen. Da komme ich schon dran. Oh ja, ich war kurz offen. Da muss ich auch weit vorhalten. Ach, ich habe AE drin, ich Dulli. Ah. Oh. Es ist doch. Typische Sven. Trifft eh nix. Ich muss mal langsam eindrehen hier. Naja, jetzt komme ich nicht mehr ran. Da fahren wir mal weiter. Fuso. Mal hier die Marblehead. Oh, da haben wir Ziele, Sven. Ziele. Warum haut die Fuso jetzt ab? Was ist denn da los? Nürnberg, New Mexico. Oh ja, hier kommen ganz viele Dorps. Ich drehe mal ab hier. Aber alle hinter der Insel. Ja, mal wieder. Hm. Ah, ich will. Ich drehe mal ab. Was haben wir da? Omaha. Alles zu weit weg. Ja, und die sind alle hinter der Insel. Natürlich nichts getroffen. Oh, eine Gide vor euch. Oh, das ist schlecht. Ich dachte, die wäre hier gewesen. Deshalb kurve ich ja die ganze Zeit hier rum. Aber die ist bei euch jetzt da, die ist abgehauen. Dann komme ich mal ganz schnell wieder zu euch. New Mexico kommt auch rum bei euch. Ich ändere schon Kurs. Bin auf dem Weg. Dauert nur ein bisschen. Nee, New Mexico kommt nicht hoch. Doch, die ist auf dem Weg. Fährt doch. Nee, der steht. Steht? Mhm. Und wenn, dann fährt er ganz langsam. So, was macht man? Iron Duke. Komme ich ran? Die kommt in unsere Richtung. Ich bin nur 6,2 Kilometer hinter dir. Die Mexiko kommt nicht gleich dran, aber... da kommst du wieder so schlecht. Über den Berg hier drüber. Die bewegt sich doch, Sven. Ich sehe das doch. Mexiko. War doch Müll. Ja, guck, die frisst doch schon ordentlich. Futter! Da ist sie. Feuer frei. Oh ja, kommt rum. Oh nein, es zielt in meine Richtung. Das ist nicht gut. Nein, nein. Ah, schießt mit HE. Voll. Brand hier steckt. Sehr Zündel, gut, Willi. Zündel. Kann jetzt nicht löschen. Aha. Dann müsste die jetzt auch gleich raus sein. Da hätte nicht mehr viel. Nürnberg ist da. Wo ist denn der Zerstörer? Der war doch auch hier in der Nähe, ne? Ich schick mal. Jetzt habe ich Motorboost gemacht. Ey, ich wollte einen Flieger rausschicken. So, ich guck mal, dass ich die Nürnberg krieg. Namens Speedy. Abend.
Die sind in der zweiten Insel. Da muss ich gleich mal gucken, Dr. Slee sagt. Da muss ich gleich mal gucken. So, Nürnberg. Ach, der steht da wieder da. Ups. Zerstörer müsste hier bei uns sein, Sven. Ich schieße erstmal auf die Nürnberg jetzt. Letzte bekannte Position vom. Nürnberg schön getroffen. Ja. Oh ja, hier steht er. Kommt jetzt zu mir, ich bin aber noch im Reload. Na, er macht die Nürnberg raus. Das gibt's doch nicht. Ja, ich bin dabei. Ich will jetzt auf die. Danke, auf die Gide feuern. 7 Sekunden, ja, ich feuere jetzt mit. Sehr schön. Ich hoffe, der hat seine Torps nicht rausbekommen. So, Achtung, Iron Duke ist auch runtergeschossen. Ich habe natürlich HE drin. Torpedowerfer kaputt bei der. Warum schießt keiner? Ja, jetzt. Wie du das machst, machst du das verkehrt. Ich nehme erstmal die Iron Duke raus. Ah, gut, okay. Gegnerischer Kreuzer zerstört. So. Brauche nur noch ganz, ganz wenig. Den Nürnberg, ich komme ja. Im Moment nicht dran. Ich habe mal hier an der Insel festgemacht. So, hast du Landgang wieder versprochen, ja? Ja. Aber gucken, 1-2 Ründchen machen wir noch, just for fun. So, ich habe mal Flieger raus. Flieger noch draußen? Ja, mach mal. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe meinen Flieger auch zwar noch draußen, da ist er. Aber sollte jetzt rausgehen. Jo. Boah, schön. So, das war wieder eine super Runde bei mir. Mit der Degress. Jawohl. Möp, möp. So, ich muss sie noch mal fahren, bevor sie Montag rausgeht. Das gute Stück. 7er oder was? Das ist 7er? Conqueror. Legendär. Ach so. Ach, legendär. Hat doch der Ding jetzt gar nicht, glaube ich. Hat doch ein legendär. Nee, denke ich mal nicht. Muss er mal in Chat schreiben, in Chat, ob er ein legendäres Schiff hat. Sieht er doch, siehst du doch, kann er nicht auswählen. Jetzt hat er doch schon längst was ausgewählt. Oh, Sven. Na gut. Jo, dann fahren wir mal eine Runde Hut. Eine Runde Hut. 6er. Ah, können wir mit leben. Fahre ich es heute wieder aus, jawohl. Schanos. Töff, töff, fahren wir jetzt.
Klingelingeling. Oh, mit einem Fünfer so rein. Eieiei. Wenn er jetzt Pech hat, kommt da ein Siebener-Gefecht. Upsi. Ach, ich wollte ja nach der Dings gucken. Erinnere mich nochmal dran, Dr. Sleezoid. Nach der Butioni. Machen wir nach dem Gefecht mal. Weswegen? Wegen's Radar. Oh, ich sag's doch, wir haben Doppelmesse Zuschütze auf der Gegnerseite. Eieieiei. Und er mit der Nürnberg drin. Oha. Eine Fail-Division vom. Oh, eieieiei. Ich jetzt, also jetzt müsste es richtig kommen, jetzt gewinnt er das auch noch. Ja, ey. Vorne weißt 10, hinten 8 hier. Er versenkt mit der Nürnberg hier die Messe Zuschütz. Ja. Ja, es kann sein. Meine ist ein bisschen laut. Die müsste ich mal reinigen, den Lüfter. Was denn? Meine PlayStation. Oder es ist der Laptop. Kann natürlich, weil ich einen Laptop hier noch daneben stehen habe, kann sein, dass der mal der Lüfter anspringt. Kann auch der Laptop sein. Das ist bestimmt der Laptop. Ich höre zwischendurch auch mal so ein kleines Rauschen, aber das stört mich gar nicht. Das ist das Meeresrauschen, Willi. Ja, genau. So. Wird nichts unterdrückt. Ah, was machen wir denn? Wenn wir Pech haben, haben wir ja zwei Messe Zuschütz auf der Seite. Unser Kollege macht's richtig, er fährt schon vor. Genau, vorne 10, hinten 8. Ja. Ja, da kommt schon HE-Spam. Von was? Ich bin noch nicht mal offen, was haben wir denn hier? Schon. Könnte dir Helena sein. Vermute ich mal. Ich bin schon am Brennen, ey, was ist da los? Ich denke mal, ist die Helena. Oh, Nagato. Achtung, meldet Zielposition. Ich brenne schon wieder. Na, das ist die Helena. Das ist die Helena. Oh, schöner Treffer. Wieso bin ich jetzt offen? Was ist denn hier los? Ah, Nagato, das schmeckt, hä? Meine Güte. Ist die Hut? Och, die Nagato ist gleich raus. Hab ich schon böse erwischt, ich muss da drüben aufpassen. Ah! Ich hab schon zwei Schiffe verloren. Ja, ich seh's. Mal die Helena bespaßt uns hier. Dann fahren wir mal dahin, würde ich sagen, oder? Ich bin extra schon aus dem Reichweite gefahren jetzt, ey, dass die mich nicht permanent hier zuspammt hier, ey, mit ihren scheiß HE. Siehst du, ich sag's doch. Ach du Scheiße. Ach, zielen, hallo. Boah. Ja, ich drehe genau rein. Ach du großer Gott. Ich würde sagen, das war's. Vorne 10, hinten 8. Jo. Da ist er raus. Wer ist raus? Ich. Du? Wenn ihr da hinten rumdümpelt und... rumdümpelt? Vor dem bisschen HE da Angst habt. Gibt's ja nicht. Ja, rate ich generell. Also wenn ihr in einer Division unterwegs seid, fahrt gleiche Schiffe, gleiche Stufe. Ihr werdet meistens werdet ihr immer mit hochgezogen.
Also mit einem 5er im 7er Gefecht habt ihr da keine Schnitte. Da wirst du angehustet und bist weg. Ja. Auf Deutsch gesagt. Die sind schon wieder alle hinter der Insel, ey. Oh, das ist so nervig. Der Bismarck, ich fahr mal mit der Bismarck mit, da ist ein Nagato. Ich komme. Auf was schießt die? Nagato oder auf wo drauf schießt du? Na, willst du da den einzelnen Schiff hinterher fahren, Willi? Das lohnt sich nicht. Ich bleib bei meiner Bismarck hier. Pappelapapp. Nicht pappelapapp. Oh, jetzt überrennt uns das Gegnerteam wieder, ne? Die sind da massiv bei C. Die Hut, ob ich die empfehlen kann? Ja, die macht Spaß. Definitiv. Na gut, wenn du in Torpedos fährst jetzt. Aber die kann Spaß machen, die Hut. Ist kein schlechtes Schiff. Ist kein schlechtes Schiff. Also ich fahre sie gerne. Der Willi macht den gleichen Fehler, ja. Und gute Nacht. Der freut sich jetzt. Der Zerstörerfahrer freut sich heute, ja. Hat mich rausgetobt, dich rausgetobt. Ja, warte, ab Montag, wenn sie drin sind, dann freuen sie sich nicht mehr. Dann sind sie am Rumholen. Und dann kommt der Willi nur im Bottgefecht. Ja, am Anfang, aber nicht, wenn sie dann auf dem Server drauf sind. Mistkacke. Naja. Machst du eh nix. So, dann fahren wir mal ein. Ich würde sagen, dann fahren wir mal einen schweren Kreuzer. Ne? Einen schweren britischen Kreuzer. So. Fünfer. Naja, auf die Japaner. Die Japaner sind eh an der Breitseite anfällig. Aber wie gesagt, ist kein schlechtes Schiff. Aber ich wollte, bevor wir starten, wollte ich jetzt nochmal gucken. Bevor ich es wieder vergesse. Geht gleich los. Warum habe ich da einen Zweier drin? Ich Dulli. Halt, hier sind wir zu weit. Wo ist er denn? Da ist er. Ach, tatsächlich. Was? Kannst was du Radar du mitnehmen? Jetzt? Warum habe ich da? Ja. Was willst du mit Zweier? Bei der, nee, ich habe mich jetzt verdrückt. Bei der Budjoni kannst du Radar mitnehmen, Willi. Ah, okay. Muss den Flieger rausnehmen und. So, und schwer am britischen Kreuzer wollten wir mal fahren. Die London. So. Stimmt, habe ich gewechselt. Klingone. Ja, Hund kann Spaß machen. Also kein schlechtes Schiff. Die fahre ich gerne mal ab und zu. Gesagt, die London könnt ihr auch aus einer Kiste ziehen ab nächster Woche. Vielleicht hat der ein oder andere das Glück von euch. Ja, ich vielleicht. Ja. Wäre zu wünschen übrig. Ich will auch mal was aus der Kiste ziehen. Ein Zerstörer, ich wünsche es dir. Willi. Hab ich schon einmal, ja? Ja, stimmt. Einen hast du ja schon rausgezogen. Oder Willi so gern Zerstörer fährt. Ja, nämlich gar nicht. So. Oh,
Wo fahren wir hin? Wieder kein Zerstörer was? Hier. Das ist Mist. Fehlt mir die Aufklärung. Was für Aufklärung? Flugzeug, Radar, Sonar. Wo fahren wir hin? Bisschen nach vorne, nach A. Oder würde ich sagen? Ja, ich fahre nach A. Ja, dann ab nach A. Setz meinen Pott in Bewegung. Piotr Veliki kommt da. Oh, da haben wir eine. Oh, da haben wir noch eine. Ja, dann erstmal auf die Piotr, ne? Mhm. Piotr Veliki. Oh, da ist Pensacola. Smoke generator activated. Schön mit der Queen Elizabeth, die auch frontal dir wehtun kann. Pepsi. Mhm. Pepsi dreht weg, dann gehe ich doch mal lieber auf die Piotr. Ha, ihr bleiben können. Piotr dreht ein so leicht. Leicht, das tut weh. Na, gehen Sie, ja, hätte ich weiter vorhalten müssen. Tops gehen daneben. So, mein Nebel läuft aus. Mein Nebel läuft aus. Haben wir schon wieder drei Schiffe vor, was ist da los? Kannst du dir nicht ausdenken. Wenn du rückwärts fährst, kann ich nicht torpen, Willi. Ja, ich muss jetzt fahren. Wir unterstützen dich auch. Ich will von der Piotr keine fangen. Ja, du schießt ja nur auf mich. Na, der könnte Torpedos kassieren, oder? Nee, gehen daneben. Zweifach zieht er, jawohl. So, dann nehmen wir mal A ein. Oh, nicht rausfahren, London, nicht rausfahren. Nein, ich hab's ja nicht getroffen. Ah. So, dann ab nach B, oder? Würde ich sagen. Jawohl. So. Alles so ein bisschen wieder zusammengeflickt. Jan, ja, wir denke mal, wir CCs bekommen die. Wir können da gleich die Flugzeugträger spielen.
Wie gesagt, ich kann morgen Montag leider erst abends reinschauen, weil ich Spätschicht habe. Aber ich werde natürlich Videos machen. Ah, Fahrer, gut. Aber wir sollten sofort Zugriff haben, ja. Ja, kümmern wir euch um die Fahrradgut, die ist ja weg da vorne. Ah, oh, die torbt, oder? Ja. Hau ab. Oh, wenn die jetzt treffen, dann könnte die Fahrradgut rausgehen. Ja, Fahrradgut habe ich. Nein, bleib stehen, Schiff. Noch mal schöner Treffer auf die Pepsi-Cola. Die ist gebeached, Willi. Ja, ich lade nach gerade 16 Sekunden. Ich kümmere mich ja dabei nicht mehr um die Piotre, die ist für euch gefährlicher. Ja, da kommt es hier immer noch durcheinander hier. Schöner Hit. Schöne Zitadelle auf die Piotre. So, 21 Sekunden noch Nebel, dann... Ich muss mich bewegen. Nein, es bleibt da stehen. Ah, oh, 5000, schön. Oh, schöne London-Runde. Auch wenn wir verlieren sollten. Ah, zählt auf mich. Noch mal eine schöne Zita auf die Piotre. Sehr schön. Ja, auch nochmal 4000 hinterher. Ja, sehr schön. Sehr schön. So. Ah, der Lachs lippt. Ich habe vorne nur noch einen Turm. Ja, das macht schon wieder. Die Runde macht schon wieder Lust auf die schweren britischen Kreuzer. Mhm, merke ich schon. Komm mal zu mir mit hier hin, Sven. Nach B. Jo, bin unterwegs. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben Nayahagi, Vierer, Galissionär und eine Dünkirk. Wo dümpelt denn die Dünkirk rum? Die ist irgendwo da hinten. Also ich habe in 12 Sekunden noch einmal Nebel. Die Dünkirk, letzte Position, guck mal auf der Minikarte da oben. Ziemlich rechts oben am Kartenrand. Dann lass uns mal B einnehmen, würde ich sagen. Ja. 6 Minuten, das wird knapp. Nach Punkten, glaube ich, schaffen wir das nicht mehr. Und ich habe noch meine komplette Heilung. Also. Ja, ich habe jetzt hier gar nichts im Moment. Ich brauche euch hier. Ich komme. So. Bin im Bett. Offen. Na, Galissionär brauchst du nur anhusten. Die Worte. Sehr schön, sehr schön. Das war wichtig. So. Ich komme leider an die Yahagi noch nicht ran. Ich... Oh, da ist... Oh, die Dünkirk ist noch voll. Vorsicht.
Tinker kommt auch in unsere Richtung. Aber Yahagi kommt rum, der... Jetzt bin ich offen. Weil den Nebel will ich mir aufhalten für, aufheben für die Dünkirk. Unterstütze dich gleich bei der Yahagi. Oh, schöner Treffer, Willi. Schön. Nein, da kommt Torps. Ah. Da bin ich nochmal gut weggekommen jetzt. Oh. Nein, jetzt lasse ich die stehen. Ja, sehr schön. Ja, Haki ist raus. So, was macht jetzt die Dünkirk? Wo fährt sie hin? Die steht bei mir hier. Hm, ich sehe sie. Könnt jetzt all in gehen und könnt sie versuchen rauszutorben. Willi. Dann mach. Ich beschäftige sie noch. Okay. Ein Treffer kann ich noch aushalten. Jawohl, abgeprallt. Fährt rückwärts. Ja, geht natürlich alles im Berg. Oh, 7000 frontal. Sag er, die Queen, das tut richtig weh. Nein! Ich bin halt offen. Hat ein Turm vorne kaputt? Ich bin halt immer noch offen. Sie fix? Ja, jetzt. Brennt. Ich muss angreifen, es nützt nichts. Boah, eine Minute, das wird richtig knapp. Das wird knapp. Main turret critically damaged. Problem solved. Ah, komm, die kriegen wir noch raus. 20 Sekunden noch. Ah, sie heilt. Mist. Nein. Ja! Ah, oh, schön. Sehr schön. Aber eine schöne, spannende Runde. Großkaliber und Dreadnought. Sehr gut, Willi. Das war eine richtig schöne Runde. Also bis zum Schluss Spannung. Sehr schön. Ja. Das war gut. 92.000. Sie hatte jetzt nur noch eine Chance, ne? Ja. Entweder vorwärts oder rückwärts. 92.000 und das in London. Gutes Ründchen. Festgesetzt. Oh, guck uns. Oh, gucke. 8 Schiffe zusammen rausgenommen. 8 Schiffe. Ja. Also, wir haben das komplette Team, bis auf ein Schiff, das komplette Team rausgeschossen. Ja. Richtig schöne Runde. Sehr schön. Das war meine gute, das war meine gute Divisionsleistung. Sehr schön. Ja, das wird leider nicht, ne? So, ich würde sagen, dann machen wir noch eine Abschlussrunde.
Jawohl. Für heute. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir fahren mal eine Runde. Tirpitz zum Abschluss. Tirpitz, sagt er. Ja, schöne London-Runde, schöne Kraken-Runde in der Arizona, schöne Yamato-Runde, 180.000. Waren schöne Runden dabei heute. Sehr schön. Mhm. Bitte. Ist der Willi da immer am Rumbasteln? Was machst du denn? Schiffe sind doch fertig. Die Schiffe sind fertig, aber nicht meine Kapitäne. So muss das. Wen habe ich denn jetzt überhaupt drin? Warte mal eben. Das ist er hier und er hier. Okay, lass mich mal eben gucken. Okay, erhöht, 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 erhöht. Okay. Okay, den haben wir drin. So, mal eben gucken, was da eben, Kapitäne. Italiener, wo ist er denn da? Flupp, jetzt kalt. Wie weit können wir denn gehen? Zeig mir mal eben an. Ja, sag mal, wie weit können wir gehen? So. Stunden später. Ja, bleib mal bitte ruhig. Guten Abend, Nico. So. Ja, so, das hoffen wir alle, ne, Nico? Aber ich denke mal schon. Wie gesagt, wenn ihr CVs fahrt, schreibt eure Meinung an. Meinung? Ruhig überall, wo Wargaming vertreten ist, also Facebook, Reddit, Discord. Das ist ganz wichtig, weil dann könnt ihr mithelfen, dass die Flugzeugträger gut reinkommen, ne? Oh, genau, was verbessert werden können. Tipps. Nein, den genau. Tipps nicht, aber. Ach, was mache ich denn da? Ich wollte abdrücken. Ah, muss immer gedrückt halten hier. Bugs melden. Alles so, ne? Sammeln so viel Daten, dass sie dann eventuell schon ein bisschen früher reinkommt, wenn sie es schon so sagen. Wenn sie, oh, alles sammeln, genau, alles und fleißig sofort spielen, ne, dass sie ordentlich Daten sammeln, das ist wichtig. Mhm. Wie gesagt, wer die Zeit hat, schon gleich bei Start. Ich kann leider erst Montagabend reinschauen. Leider. So schlafender Riese. Ab nach C, 14, oder? Ich komme zu euch. Ja, 14,7 Kilometer, da bin ich dann offen. Also bis 14,7 kann ich gucken und dann bin ich offen. Ja? Monte also. Cuculi. Was wäre? Du meinst, du sagst gucken. Monte Cuculi. Meist fährt er schon wieder rückwärts. Ja. Ich so nicht. Geht das nicht. Kollege fährt rückwärts hier. Und dann auch in der Messe Schuhstelle. Oh Mann. Oh. Schäme dich. Aber echt, ey. So, ich mache jetzt erstmal meine Runde. Und fahre da vorne bis zur Insel. Ist unser Kreuzer AFK. Unsere. Bayev. Das wäre schlecht.
Ja, dritte Türmchen, okay. Das ist gut. Hat er gehört. C ist ja gar nichts hier, oder? Oh, doch, da. Doch, da kommt doch was. Feuer frei, Sven. Oh, ja, cool. Guck das mal an. Wenn ich hier drüber komme. Jawohl, ich fress gleich mal hier. Oh, 10.000. Alter, was fresse ich denn hier an Schaden? Das hier wird's nicht. Nakato. Gehen die noch über den Berg? Oh ja. Oh, oh. Schöner Treffer auf die Nakato, jawohl. Ja, ich hab's gesehen. Schön. Die Alaska, ja, die habe ich auch. Wie geht das? Wer ist denn jetzt? Wer ist gestorben? Kreuz. Ja, von uns wieder einer. Lass raten, Schabajew oder steht die noch da hinten? Es war die. Nee, Schabajew war es nicht. Ah, der Mogami war das. Hast du einen Flieger, Sven? Nee. Ich habe nur diesen Angriffsflieger draußen, aber der bringt mir ja nichts. Doch, der erklärt doch. Fährt er auch ein bisschen auf, ja. Noch. Oh, da. Bismarck. Kommt raus. Ja. Dreht ein. Ah, geht natürlich alles im Berg. Wunderbar. Ach komm, wir greifen mal an. Was soll der Geiz? Ja, oh, die schießen hier über der. Nix rückwärts fahren. Angriff. Los. Letzte Runde, ja. Können wir ein bisschen. Jawohl. Meliolams wird gemacht. Jawohl. Türmchen kaputt bei der Bismarck. Wird jetzt rausgetorbt. Fresse ich wahrscheinlich von der drüben der Breitseite von der Messe zu Schütz. Auf die Messe zu schützen. Hallo, zielen. Danke. Ja. 13.000 auf die Nagato. Boah, nochmal 11.000 auf die Nagato. Boah. Torps laufen auf die Messe zu Schütz. Sehr gut. Alle reingegangen. Messe Zuschütz raus. Oh. So, jetzt holen wir uns noch die Nagato hier. Ah, Tirpitz. Sag mal einer, ich komme mit den deutschen Schlachtschiffen nicht zurecht. Ja, da kommt der, pardon. Die Prinz Eugen kommt. So, hier. Ah, guck hier, Junge. Machen wir alle kaputt hier, alle kaputt. Ah, die Prinz Eugen wird mich jetzt wahrscheinlich... Nein, ich habe keine Torps ready. Das war's wahrscheinlich, ja. Aber schönes Rundchen. Oh, Jambat. Ach du Scheiße. Von der Alaska, ja, musst du mal gucken in der Playlist bei den amerikanischen Schiffen. Findest du die Alaska? Boah,
Boah, ich hab der Prinz Eugen frontal jetzt Ding jetzt gedrückt. Denk dran, die hat Torps, Willi, ja. Da kommen ja, sie schon. Ja, die. Ich fahr direkt rein. Aha, scheiße. Ja. Das war jetzt schlecht. Ich hab schon abgebremst, aber weiß ja. Was dümpelt denn das Schlachtschiff auch. Und der Kreuzer da hinten wieder rum? Wir haben einen Fünfer mit drin. Doch nicht euer Ernst. Jetzt verlieren wir die Runde noch. Ja. Das ist doch. Traurig, schade. Aber war eine schöne Bismarck-Runde, Tirpitz-Runde. Hm. Drei Schiffe versenkt, 105.000 Schaden. Ja, so macht die Tirpitz Spaß, ne? Wenn du ein bisschen Support hast, da rein, Torps raus. Aber leider haben wir einen Fünfer mit drin. In der Division, ja. Ja, so wie wir vorhin. Mhm. Ja, das vergessen viele. Ist natürlich eine Schwächung fürs Team, ne? Also wie gesagt, wenn ihr in der Division unterwegs seid, versucht die gleichen Schiffe. Ja, ja, das verlieren wir. Schade. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Na, ich glaube, da können wir rausgehen. Der Drops ist gelutscht. Die Queen wird da nichts mehr. Der Drops ist gelutscht. Aber eine schöne Abschlussrunde, wie ich finde. Hat ja ordentlich Bums gemacht hier. Jawohl. Na, ja, so langsam, deutsche Schlachtschiffe. So langsam wird's. So langsam wird's. So, meine Freunde, das soll's aber für heute gewesen sein. Wie gesagt, morgen kommt noch mal eine schöne Krakenrunde zum Sonntag. Und dann gibt's nächste Woche natürlich Videos, je nachdem, wie ich es schaffe. In der Spätschicht ist immer so eine Sache. Zu den Flugzeugträgern, zu den restlichen Schiffen. Mal gucken, vielleicht. Ich werde den Sven da so ein bisschen einweisen. Genau. Bescheid sagen am Montag. Du lernst mich an den CVs. Wie gesagt, euer Feedback ist auch wichtig, ne, wenn ihr CVs spielt. Also schreibt überall rein, wo ihr könnt. Reddit, Facebook. Wir könnten Sven auch direkt anschreiben, der gibt genau. Das auch weiter. Wie gesagt, wichtig ist konstruktive Kritik, ne? Also wenn ihr Kritik habt, ansonsten. Hören wir uns dann spätestens morgen im Video. Ich hoffe, ihr schaltet eine schöne Krakenrunde in der Fiji. Und dann hören wir uns nächste Woche, ne? Also Freunde, passt auf euch auf, euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und wir genau, hören uns. Gesund. Ja, genau. Okay. Tschüss. Tschüss zusammen.